Hallo und herzlich willkommen. Jetzt kann ich ganz kurz mal anmoderieren. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir spielen Satisfactory mit Nils. Hier ist Nils, die Stimme ohne Körper. Nils. Genau. Das ist korrekt. Das war eine schöne Anmoderation, aber immer sehr effizient. Manchmal hat man bei dir das Gefühl, du tust das Nötigste, das tust du hervorragend, überragend, aber es ist auch kein Wort zu viel. Nein, wir dürfen auch gar keine Zeit verlieren, denn wir haben heute Großartiges vor. Denn ich bin gerade von meiner letzten Sucht weggekommen von Factorio. Da hat Nils gesagt, ach, du bist gerade wieder trocken. Das trifft sich gut. Wollen wir nicht uns zusammen in die nächste Sucht stürzen? Und dafür hast du welche Droge uns ausgesucht? Satisfactory heißt sie. Und tatsächlich könnte das auch der Name einer Droge sein. Weil der Name beinhaltet ja zufriedenstellend und vermutlich Fabrik, Factory. Mhm. Also, und genau das ist es. Man baut einfach nur eine riesige Maschine, eine riesige Fabrik, die wird immer komplexer. Eine Befriedigungsmaschine. Eine Befriedigungsmaschine. Gut, gibt's vielleicht schon einen Begriff für auf dem Markt? Müsste man irgendwie so ein bisschen abgrenzen vielleicht. Aber wir haben den Server. Hast du die Serverdaten bekommen? Nein. Oh, pass auf. Ups. Dann schicken. Nikola schickt sie dir. Nikola ist übrigens auch da. Nikola darf natürlich bei Bedarf gerne auch mit auf den Server kommen, wenn er Bock hat. Ist immer herzlich eingeladen. Natürlich nur, wenn du Lust hast, ist überhaupt kein heute nicht. Es ist inhaltlich nicht notwendig, aber aus Lustgründen darfst du natürlich immer gerne jedem Server joinen, auf dem ich bin. Ich möchte nur kurz vorauswerfen, dass ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Und mein Ingenieursstudiengang auch einige Jahre zurückliegt. Ich weiß nicht, was sich da technisch getan hat in der Zwischenzeit. Ah, Revolution. Du weißt doch, die technologische Entwicklung der Menschheit ist ja der steilste Berg, den man sich nur vorstellen kann. Wie eine Sprungschanze, stelle ich mir vor. Ja, so ungefähr. Nur, vielleicht sind wir gerade an dem Punkt, ab dem es wieder bergab geht, ne? Das kann sein, aber irgendwann verlässt man die Sprungschanze und dann ist man in der leeren Luft und man weiß nicht, kommt man hart auf oder weich. Ja, das meine ich. Und also es geht zumindest, ja, wer weiß. Man weiß nie, wann der Absturz kommt. Das ist, und man weiß nicht, wie man landet. Du hast recht. Ist es eine kontrollierte Landung? Also ist es eine Apokalypse mit Stützrädern sozusagen? Oder knallt man einfach volle Möhre auf den Boden auf? Ist das denn so ein Endlosspiel oder haben wir wirklich ein Ziel vor Augen? Ich bin mir nicht sicher, so weit war ich noch nie. Ich glaube, zu dem letzten Spiel, zu dem du mich überredet hast, das spielen wir seit 9 Monaten und kommen kein Stück voran. Das ist natürlich völlig korrekt, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit an unserer fehlenden Bereitschaft. Ja, das ist natürlich richtig. Vielleicht gut zu spielen. Gut zu spielen und auch nochmal vielleicht irgendwie woanders hinzugehen. Es gibt ja durchaus noch alternative Wege in dem Spiel. Wir sind auch sehr stur in dieser Sackgasse. Gut, also pass auf. Sieht aber sehr schön aus, das Spiel. Ja, bist du schon da? Bist du schon da? Das ist eine Ego-Perspektive. Ja. Okay. Pass auf, ich mach mal ganz kurz eine YouTube-Anmoderation und bin in 10 Sekunden wieder da und dann legen wir los. Ach doch. Ach, guck mal, hier unten ist Nils. Oh, gibt's Fallschaden? Das ist das Wichtigste, was man in einem neuen Spiel immer erstmal checken muss. Nein? Okay. Sieht, ist zumindest recht tolerant. Okay, wir haben hier eine große Welt. Ich kann hier schon mal Sachen bauen. PowerPoint. Schau dir mal dieses Interface an, oder? Da weiß man doch, okay, hier gibt's einiges zu tun. Hier gibt's einiges zu lernen. Ich kann hier schon mal so einen riesigen Glühstrumpf bauen. Ein riesigen Glühstrumpf. Oh, ich werde angegriffen. Wo bist du denn? Lass uns doch erstmal, wollen wir uns erstmal finden? Ja, ich bin auf dich zugegangen, so schnell es geht. Schnurstracks, ich folge deiner Pheromonspur. Meine Signatur, da bist du. Oh, ich habe einen Frosch hier. Nee, Kurt Bodewig. Bist du Kurt Bodewig? Da bin ich. Wer ist das? Ja, den kennst du doch, Unterhaltungslegende. Dass man das erklären Bodewig muss, haben wir nicht beide von ihm gelernt, von seinem Nektar? Ja, das stimmt. Du hast recht. Ich sammle mal ein paar Blätter ein. Du, das wollte ich eh gerade sagen. Ich neige dazu, wenn ich ein bisschen Wissensvorsprung habe, klugscheißerisch zu werden. Wirklich? Ja. Deswegen hol bitte schnell auf und weise mich dann dementsprechend in die Schranken. Aber hier ist ein Kobra-Bär. Kobra-Bär, sammel immer alles ein. Also überall, wenn du durch die Gegend gehst, kannst du einfach immer E drücken die ganze Zeit. Das brauchen wir früher oder später alles. Hallo, da bist du ja. Will mich jemand vor dem Kobra-Bär retten oder nicht? Nein, ich glaube, das können wir noch nicht. Oder hast du so einen Strahler? Wollen wir ihn einbauen oder was ist das? Da doch, wir haben so ein Equipment-Ding. Nee, wir können ihn töten. Und zwar musst du dafür auf eine bestimmte Taste drücken. Ich hab aber vergessen, welche. Okay. E, Q. Au. Oh. Aua. Es gibt so einen Zipper. Warte mal, welcher ist das denn? Der da hier. Reißverschluss? Der Xeno-Zipper. Wieso ist der nicht ausgerüstet? Er ist noch im Inventar. Du musst auf Tab drücken und dann musst du manuell den Xeno-Zipper reinziehen in die Hand. Wie bei einem alten Rollenspiel. Wie bei einem sehr alten Rollenspiel.
Au, ey, auf dem Berg! Ich bin auch bald hinüber. Au, ich werde von zwei Leuten angegangen. Ich steche hier aber nur. Ist das wirklich die Idee? Ja, du sippst die. Das ist so ein kleiner Elektroschocker. Wow. Das ist extrem schwierig, den Feind damit, aber ich schaffe es. Ich habe schon einen erledigt. Der kommt zu dir. Au. Jesus. Ich dachte, wir bauen hier Fabriken. Au. Ja, aber Gefahren sind auch Teil des Alltags. Okay, RMB? Hast du ausgerüstet den Zipper? Ja, ich bin schon gestorben im edlen Zweikampf. Nein, ernsthaft? Ja, ja. Es gibt hier so komische Bären, die heißen... Die haben mich umgebracht. Die Todesbären. Burial Nuts oder so. Die kann man, wenn man die isst, dann wird einem Gesundheit geschenkt. Ja. Das sind so kleine blaue Beeren, die sehen aus wie verfaulte Kokosnüsse. Und wie nutze ich die aus dem Inventar? Ich habe die jetzt im Inventar. Erinnert mich sehr an Rust alles ein bisschen. Ja, geht so. Du musst also Tab und dann musst du die in die Hände legen, glaube ich. Es geht aber auch noch ein bisschen einfacher. Ich weiß aber nicht mehr wie. Nikolaus, ja, da kann sowas sagen. Ah, und dann mit Linksklick kann man die essen. Ja, genau. Ach ja, tatsächlich, das geht. Und die muss man immer einsammeln. Das ist wie eine Pistazie mit so einer Beere drin. Das ist ja, ganz so, als wäre man auf einem außerirdischen Planeten. Wir können uns ja mal irgendwo treffen. Und dann versuche ich dir mal mit ein, zwei Worten zu sagen, worum es geht. Und dann wirst du feststellen, dass meine Kenntnisse auch irgendwann mal erschöpft sind. Und dann werden wir das Spiel gemeinsam erforschen. Okay. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich sammel mich hier durch. Ich sammel auch. Wir brauchen alles, ne? Man braucht immer alle Rohstoffe. Oder ist sogar schon ein Flugzeug in der Luft. Sind wir hier alleine auf dem Planeten oder was ist die Idee? Ja, so Tiere sind hier noch. Wir sind hier abgesetzt worden. Dieser Planet ist relativ unerschlossen. Hier gibt es natürlich wilde Flora und Fauna, wie du sie gerade schon kennengelernt hast. Aber unser Ziel ist es einfach, eine gigantische Fabrik zu errichten. Und das fängt klein an. Hallo, und wird hier. immer komplexer. Bei dir. Da bist du, hi. Guck mal, hier ist auch eine Kiste. Was war denn hier nochmal? War, ist die von ich glaube, da bin ich gestorben. Das ist mein Sarg. Schau da nicht rein. Das ist ganz hier ist es zu unangenehm, ne? Okay. Ach, das sind die Überbleibsel von vorhin drin. Genau. Und es gibt irgendwie so einen Scanner. Es gibt einen Scanner. Ich weiß nicht mehr genau, wie man scannt. Irgendwie kann man scannen. Und dann sieht man auf der Karte so Minen. Eisen oder Kupfer oder irgendwas. Kannst du mir ganz kurz mal erklären, wie man Sachen baut? Ja, genau. Also du drückst auf... Au! Oh. Oh, das geht, Friendly Fire geht, sorry. Ja. Du warst so... Ey! Du mieses Schwein. Jetzt sipp ich dich. Das ist hier direkt PvP, oder was? Nee, jetzt sipp, komm her! Sipp-Duell. Oh, ich hab aber nicht mehr viel Leben. Ich bin geschwächt in den Kampf gegangen. Ja, sollst du vielleicht nicht auf ein Sipp-Duell einlassen, mein Lieber. Ja, du hast vielleicht... Ich bin wie der Gladiator, der gegen Commodus hier kämpft am Ende. Hier, ich entpack dich gleich wie ein Sipp. Zack! Weh! Aber wenn... Oh, ich hab nicht mehr viel. Aber was du nicht weißt, ist... Frieden, Frieden. Achtung! Wir müssen uns verbünden gegen den gemeinsamen Feind. Oh, Hilfe! Ich bin irgendwie ins Leben gekommen. Alter, was hat der denn für eine... Was hab ich denn für eine Hitbox? Oh, ich glaube, ich muss mich heilen. Jeez, ich bin tot. Du bist nicht schon wieder tot. Ich bin tot, ja. Wie konnte... Oh Gott, da kommt der Triceratops zu mir. Gibt's denn Fallschaden? Nee. Gut. Gibt's überhaupt nicht, zum Glück. Aber es gibt... Gut. Bist es du gibt auch tot? Halt, ich sehe dich gar nicht mehr. Nein, aber ich kämpfe gegen den, der dich ermordet hat. Wie viele Leichen... liegen von dir hier eigentlich. Au, also jetzt bin ich gleich tot. Nils, es gibt Fallschaden. Nein, es gibt tot. Fallschaden. Nein! Ich bin gestorben daran. Das nicht von der Map fallen, weil das ist nicht so gut. Ach, wieso bist du denn so schlecht in dem Spiel? Ich hab dir vertraut. Naja, ehrlich gesagt, mit Ingenieurswesen hat das relativ wenig zu tun. Ich hab mich völlig falsch vorbereitet. Ich hab da nochmal in meine alten Schulhefte geguckt, in meinen Ordner. Und jetzt bin ich hier mit Kobrabären konfrontiert. Ja, das ist nur der Anfang. Ich bin hier gefangen auf der Klippe. Wie, du bist gefangen auf der Klippe? Wieso gibt es überhaupt Fallschaden? Ich dachte, es gibt keinen Fallschaden. Ja, aber die Map ist ja begrenzt. Man fällt ja irgendwo dann tief runter und kommt nicht mehr hoch. Okay, aber dann lass uns jetzt bitte Sippfrieden schließen, okay? Damit es gleich nicht so zu einer Sippung kommt wieder. Ja, wir sind eine Sippe jetzt, ja, okay. Alles klar. So muss das sein. Oh, lecker Blätter! Alles einfach mit E, einfach immer so im Vorbeigehen, kannst du alles wegsnacken. Und kann man die auch essen, die Blätter? Nein, du kannst nur diese leckeren Pistazien-Brombeeren essen.
So, ja, guck mal, ich habe hier schon tatsächlich ein Rohstofflager. Boah, hier okay. Ist ein riesiger Schlierophant. Ja. Alter, der hat so richtige Schlierenbeine. So, warte mal, wie war das denn nochmal? Wie baut man denn nochmal? Nikola, wie war das nochmal mit dem Blauen? Wow. Was ist die Bautaste? Ich werde angegriffen. Kann man sprinten? Irgendwie rechts. Q, ne? Ja, mit Shift kannst du sprinten. Okay. Es kann sein, dass ich jetzt gleich ein wild gewordenes ein Octomel zu euch bringe. Oh! Nein, kein Octomel! Ich werde schon wieder angegriffen. Leute, fuck, Hilfe! Leute, warum kannst du nicht mal zu mir kommen? Weil ich spawne immer ultra weit weg. Das ist das alte Rust-Ding wieder. Es ist genau wie Rust. Wo ich einfach die erste Stunde immer wieder spawne und immer wieder sterbe und immer wieder spawne und immer wieder sterbe. Während ihr dann eine schöne Party auf... Ja, ich bin tot, Leute. Du, das tut mir leid. Ich wollte hier schon mal so einen Berg weg... Wir können doch gar keinen Entsafter bauen hier, ne? Wir müssen erstmal das Hub bauen. Ja. Wollen wir bitte kurz warten, bevor ihr was baut? Ja, wir bauen gar nichts. Wir treffen uns und werden zusammen tätig werden. So, lass es mal jetzt erstmal treffen. Dann erkläre ich dir alles. Und Nikola weiß eh mehr als ich. Der hält sich nur aus Höflichkeit zurück. Aber den können wir immer fragen, wenn ich irgendwas nicht weiß. Oder du, dann fragen wir den. Ich frage dann Nesis, der weiß alles. Und du fragst dann Nesis, genau. Haben so einen Rat, der uns dann berät. Ich komme zu euch. Okay, Florentin ist bei dir Tier wenig. Ich nähere mich Kurt Bodovic. Ja, so ein grüner Pelikan. Oh. Man, ich spawn auch immer direkt auf der Klippe und muss dann ewig weit drumherum gehen, um nicht am Fallstaden zu sterben. Das ich glaube, ist echt eine schwere Welt. Warte mal, da habe ich einen gesehen. Das ist Nikola, okay. Da sind wir. Ja. Hallo, Freunde. Oh, du wirst schon wieder angegriffen, leider. Ich werde direkt angegriffen. Okay, lass uns Nikola opfern. Lass uns Nikola opfern. Ja, Nikola, ich opfere mich. Schieß ihm ins Knie sippen, damit er. Ich hab auch keinen Zipper leider. Ja, der liegt im Crate. Müssen wir das zurücklaufen und das Ding holen. Und meiner auch? Ja. Also gut, wir müssen erst unser Zeug holen. Ich bin gleich sowas von tot. Oh Gott. Ich möchte nämlich bitte sofort. Wo seid ihr denn jetzt schon hin? Ja, wir gehen zu den Crates. Die sind oben. Ich werde ermordet! Oben am oberen Bildschirmrand ist ja euer Kompass. Wenn ihr den dreht, dann seht ihr vier Kisten. Oh, shoot. Komm hier runter, Nils. Nimm meine Hand. Ja, ich komm zu dir, Kurt. Hä? Ach, du bist hinter mir. Okay, wir müssen zur Kiste laufen. Vor allem, es gibt hier schon fünf Kisten. Aber dieses grüne Zeug ist giftig. Da bin ich vorhin auch gestorben. Ja, ja, ja. Ich bin schon auf vier verschiedene Arten gestorben hier. Ey, das muss ein neuer Weltrekord sein. Bist du bei mir, Kurt? Ich sag mal. Also Kurt, pass auf, während wir laufen, erkläre ich dir mal, was ich weiß. Wir sind hier auf einem wunderschönen Alien-Planeten abgesetzt worden mit einer Kapsel und wir müssen jetzt hier eine riesige Fabrik bauen. Wir beginnen gleich damit, einen Hub zu bauen. Das ist unsere Basis. Deswegen müssen wir einen schönen Platz finden für diesen Hub. Weil das ist das Zentrum unserer Fabrik, sozusagen. Ein schönes, offenes Feld, so wie hier, so, das fände ich schon ganz schön. Vielleicht in einem Fluss? Gerne auch an einem Fluss. So, warte, du solltest nicht alle nehmen, weil du hast dann, wenn du alle Kisten nimmst, hast du alle Zipper. Hilfe, hier ist schon wieder so ein Ding, leider. Oh. Wie viel Zipper hast du denn jetzt? Null. Florentin? Null. Was, ernsthaft? Ich hab ein paar mitgenommen. Wo ist Nikola? Oh Gott, es ist dunkel, jetzt sehe ich die Zipper nicht mehr. Okay. Da ist Nikola. Da. Hast du alle Kisten gesammelt, oder was? Ich hab drei gesammelt, ja. Gut, dann hast du Florentin auch einen Zipper gegeben? Ja, die liegen auf dem Boden, aber es ist gerade dunkel, man sieht leider nichts. Ich zipp den mal. Muss Florentin einen Zipper geben? Ja. Die liegen hier auf dem Boden irgendwo. Ja. Haben wir natürlich auch B eine Taschenlampe, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Hier liegt einer, vor mir. Hier, Florentin, ja, links von dir. Ruhe. Hier. Könnt ihr den mal von hinten angreifen, wenn ich ihn ablenke, diesen wilden Feuerspeienden. So ist die Menschheit auch zum Alpha-Predator geworden. Gemeinsam mächtigere Feinde anzugreifen und zu vernichten. Da, wir haben ihn erlegt. So, mal schauen, wo der andere ist. Ey! Zur Feier hast du dich hingelegt. Wer war das? Einer von euch hat mich ermordet. So. Ich habe das genau gesehen. Einer hat mich gesippt von euch. Los, raus mit der Sprache. Wer war's? Weiß nicht, was du meinst. Okay, jetzt suchen wir uns ein schönes Örtchen. Florentin wollte gerne einen Fluss. Ich weiß nicht, ob es hier einen Fluss gibt.
Gibt's hier einen Fluss? Auf der Karte. Jetzt gibt es hier einen Fluss. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, aber wir brauchen inhaltlich keinen Fluss, aber Florentin mag, glaube ich, einfach die Ästhetik. Ich bräuchte auch mal was zu essen, ich bin fast tot. Ich hole mir diese Bären hier vorne. Ja, die Bären. Ja, hol dir mal die Bären und dann lass uns mal gemeinsam jetzt einen Platz suchen, wo wir anfangen, unsere Basis zu errichten. Schön weit, also weiträumig ist immer gut. Viel freie Fläche, glaube ich, ist ja ganz gut. Ich sammle hier schon mal so Ressourcen. So, also Florentin, wo gefällt es dir denn? Hier so oder ja, hier. Zurück? Nee, hier ist gut. Gut, dann drücken wir mal V. Nee, nicht V, sondern was war das nochmal? Q, ne? Ja. Q und dann bauen wir das Hub. Genau. Siehst du das hier jetzt? Siehst du, was ich hier mache? Okay, ja. Jetzt können wir einfach, ich baue jetzt einfach mal, ist egal. Das ist unser Hauptplatz, Standort, Kram. Siehst du das? Mhm. Ist das nicht wunderschön? Wunderschön. So, und jetzt gibt's hier in der Mitte, komm mal zu mir. Wo ist er denn? Kurt. Hi Kurt. Guck mal, hier sind so drei verschiedene Workstations. Also das eine ist eine Kiste. Das ist deine Personal Storage Box. Dann gibt es hier das Hub Terminal und dann gibt es hier die Craft Bench. Hier kann man Sachen herstellen und Sachen upgraden und freischalten und so ein Shit. Also das ist gar nicht so unwichtig. Und wenn du mal hier auf das Hub gehst, da siehst du, was man da so freischalten kann. Da gibt es so verschiedene Tiers und die kann man sich dann freischalten und die braucht man dann, um später seine Fabrik immer weiter zu bauen. Und wir brauchen natürlich als erstes, brauchen wir so ein also so ein Ding, was halt Rohstoffe abbauen kann, so einen kleinen Miner. Weiß gar nicht gerade. Wo ist der Flo, wo ist der Nikola, der Miner? Ja, wir haben die alle in den, hier sind noch welche drin. Ich drop die mal. Ah ja, guck mal hier. Oh ja. Guck mal, Florentin. Siehst du hier diese Miner? Ja. Schnapp dir mal einen oder zwei. Und damit können wir gleich mal auf die Suche nach Rohstoffen gehen. So, und hier, achso, hast du schon welche gebaut oder was? Nikola? Na egal. Und hier in diesem Crafter, da kannst du halt verschiedene Rohstoffe, die wir dann brauchen, quasi einfach herstellen. Aber das erste ist, glaube ich, Eisen. Also wenn du mal V gedrückt hältst und dann gehst du mit der Maus nach unten Copper oder, nee, Iron Ore. Und dann scannst du. Und dann werden uns angezeigt, wo sind die Quellen. So, und das, was zuerst piept, ist das, was am nächsten dran ist. Dann könnten wir da einfach mal hinlaufen. Komm, laufen wir da einfach mal hin. Bist du bei mir? Ja. Auf dem Weg immer hier schön den ganzen Shit einsammeln. Später kann man dann richtig eine große Mine bauen. Am Anfang muss man leider so kleine, portable Dinger da hinsetzen. So, hier, guck mal. Hier ist unser Eisenvorkommen. Und jetzt? Oh, da ist wieder Vorsicht. Achtung, Achtung, eine wilde Kuh. Au. Sollen wir die sippen? Aber die kann man. Ja, yes. Die müssen wir sippen. Au, ich bin gleich wieder sehr gut. Stark. So, und jetzt kannst du mal aus deinem Inventory diesen Portable Miner nehmen. Genau, und setz den hier einfach irgendwo ab. Wie setze ich? Ich habe E to pick up. Nee, nicht so. So. Schmeißt du einfach hin. Einfach linksklick. Einfach irgendwo mit linksklick einen schönen Ort. Ja, geil. Ja, nee, geht leider nicht. Einfach den Boden zielen und dann. Achso, okay, ja. Jetzt habe ich irgendwas getroffen. Jetzt baut er sich auf. Und der sammelt jetzt Eisen. Wenn du da mal raufklickst, wirst du sehen, wie schnell das geht oder auch nicht. Ja. So. Die können wir jetzt erstmal arbeiten lassen. Das ist aber nur die erste Stufe. Später bauen wir hier eine große, also so eine große Mine hin, die dann völlig autark arbeitet. Und dann können wir da Fließbänder an diese Maschine setzen und dann fließt das Eisen direkt in eine Eisenschmelze. Die ganzen Sachen müssen wir aber freischalten. Für den Moment müssen wir uns leider mit diesen kleinen Gerätschaften zufrieden geben. Mhm. Und dann können wir da direkt mal das Eisen wieder rausnehmen. Ich weiß gar nicht, was wir brauchen. Kannst du mal direkt wieder leeren? Und dann gehen wir mal zurück zum Hub.
Das müssen wir uns hier merken, wo das ist. Auf Grab All und nicht auf Pickup Miner, logischerweise. Achso, okay. Wie sind wir da? Hast du? Yep. Stark. Dann, ja, können wir mal zurückgehen zu unserer Base. Die wird dir hoffentlich angezeigt. The Hub. Das Häuschen. Da müssen wir uns noch einen cooleren Namen überlegen. Für Hub, ja. Also die Habsburger Monarchie oder irgendwie sowas. Ja, das gefällt mir gut. Ich habe auch keinen besseren Grad. Oder wie das, ja, Hubble-Teleskop, whatever. Ja, Habsburg finde ich schon, ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Okay. Ich habe eine Power Slug. Oh, yes, ist das nice. Eine Metal-Band oder was? Power Slug? The Power Slugs, ja, die kann, nee, das ist eine gute Ressource. Die liegen ja so manchmal rum, die kann man auch gut brauchen. Was muss man, was braucht man denn, um diese Miner zu bauen? Das schauen wir jetzt mal. Gehen wir mal auf das Hub-Terminal und dann muss irgendwo das quasi auf. Irgendwo ist das, wird das angezeigt. Bei irgendeinem hier. Ich weiß auch nicht. Weißt du das, Nikola? Was genau? Weil ich glaube, die können wir schon bauen. Die Mine, die große? Ach, die große. Können wir auch schon bauen. Die ist schon freigeschaltet. Echt? Ja. Wenn du okay. Unter Production. Aber meines ist ja eigentlich. Ja, okay. Hast du gehört? Q drücken, Florentin, und dann genau, Smelter und Miner brauchen wir. Und für dieses Miner-Zeug brauchen wir 10 Beton, einen kleinen Miner, das sind die Dinger, die wir gerade abgesetzt haben, und 10 Eisenplatten. Und die Eisenplatten, die können wir hier herstellen. Da gehst du hier an diese Workbench und dann gehst du auf Iron Ingot. Und dann musst du sie leider manuell machen. Alles, was man noch nicht automatisiert, muss man manuell machen. Später ist das alles automatisiert. Und dann bauen wir diese aber Iron Plates. Entschuldigung, nochmal ganz langsam für mich. Also, um Dinge zu bauen, drückt man Q und dann kann man sich die Sachen angucken. Und dazu brauche ich die Ressourcen im Inventar, damit ich das bauen kann. Ganz genau. Und wir haben gerade eben diese kleinen Mini-Miner gebaut, die man manuell lernen muss. Und wenn du jetzt auf Q drückst und dann auf Production links im Reiter, dann siehst du den Constructor, der kann automatisch aus einem Teil ein anderes Teil machen, sozusagen. Als Beispiel aus Eisenklumpen, also aus diesen, wie nennt man die, Barren, Eisenbarren, kann der Eisenplatten machen oder sowas. Das zweite ist der Smelter, der kann aus dem Roheisen eben diese Eisenbarren machen, also die einschmelzen. Und das dritte bei Miners ist der Miner. Und der Miner holt vollautomatisiert jetzt in dem Fall das Eisen aus der Mine. Okay. Das heißt, der Ablauf wäre, wir setzen dann den Miner hin, dann nehmen wir ein kleines, bauen wir so ein kleines Förderband zu dem Smelter. Okay, das verstehe ich schon. Und okay, genau. Und nochmal dieses Suchen von Ressourcen. Ich muss nur ganz kurz einmal die Tasten lernen, ja, sonst alles ist super gut. Frustrierend. V gedrückt halten. V war nochmal, okay. Genau, und dann Wir sammeln gerade Kupfer ab, oder wie? Eisen haben wir jetzt quasi gemacht. Und als nächstes, wenn du mal siehst, was man braucht für einen Miner, also für so eine Mine, dann sehen wir brauchen da auch Beton für. Das heißt, wir können auch direkt mal nach Beton suchen. Und das ist Limestone, oder wie? Ja, das ist Limestone. Aus Limestone kann man dann diesen Beton-Krams bauen. Wir hätten aber auch noch ein bisschen Beton auf Lager. Sogar noch auf Lager. Das heißt, wir könnten vielleicht sogar schon einen Miner bauen, oder was? Ja. Ja, das ist doch stark. Und wenn du mal eben ganz kurz hier noch mal rangehst, Florentin, an die Craftbench. Genau, die ist jetzt halt immer occupied gewesen. Aber da kann ich dann ach so. Genau, da gehst aus du mal Eisen rauf. Iron Rod machen. Ja, genau. Und dann aus Iron Rod diese Iron Plates, oder wie die heißen, diese Platten. Und die brauchen wir für die Konstruktion unseres ersten Miners. Da brauchen wir 10 von den Platten, einen von den Minern und 10 Betonsäcke. Ich verstehe noch nicht, da passiert noch nichts, wenn ich auf Craft drücke. Dann hast du vielleicht, ach so, du musst gedrückt halten unten. Ach, man muss gedrückt halten. Okay. Mhm. Das wäre der Punkt, wo ich das Spiel an dem Punkt deinstalliert hätte, weil ich dachte, es ist kaputt. Wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man das gedrückt halten muss. Aber okay. Das ist auch extra mies gemacht, weil das Spiel will ja eigentlich, dass man alles automatisiert. Das ist am Anfang nur so mega nervig. Aber bald wirst du hier rumlaufen und es genießen, wie wunderbar automatisiert alles ist. Leertaste geht auch. Stimmt, gute Idee. Man kann auch Leertaste einfach halten. Ach so. Okay.
Ach, interessant, wusste ich auch nicht. Noch eine gute Idee von Nesis, wir sollten mehrere Workbenches bauen, weil man kann die tatsächlich nur einmal benutzen, also wenn jemand dran ist. Ach echt? Der zweite gar nicht so schlecht. Ja, voll gut. Wie baut man die? Kuh und... Und wir haben aber alle unsere eigenen Inventare, oder haben wir auch sowas wie ein Hauptlager, wo wir alles reintun können? Hinter dir ist eine Kiste, da kannst du Sachen reintun. Das ist mein privater Storage Box. Hast du noch Iron Rods, Florentin, irgendwie übrig? Also in der Kiste liegen noch ein paar Sachen. Ich glaube, da können wir alle drauf zugreifen, auf die Kiste. Da sind Iron Rods drin. Ah ja. Genau, ja. So gut. Noch Zement. Ne, warte, das bin ich. Und wenn du, wie war das mit irgendeiner, mit der rechten Maustaste kannst du die splitten. Okay. Also den Stack. So, Craftbench, guck mal, ich kann jetzt hier mal eine zweite Craftbench bauen. Hier, wollen wir die direkt hier so daneben bauen? Man darf aber das immer nicht anklicken, ne? Man muss da drauf hovern und dann kann man sich angucken, was man braucht. Ich will mal so einen Constructor bauen. Ja, das ist eine gute Idee. Also brauche ich 12. So, guck mal. Zweite Craftbench gebaut. Ich kann aus dem Interface nicht mehr auf das, was da unten ist, gehen. Okay. Kann mir nicht jetzt angucken, was das ist. Was diese blaue Kiste ist, das sehe ich nicht, okay. Ja, das sind Screws in dem Fall. Die haben wir auch schon auf Lager. Ja. Die Icons musst du irgendwie lernen. Die Icons muss man auswendig lernen, okay, gut. Ja. Ja, wie kann man denn den Miner nochmal bauen, den kleinen? Der kleine? Mini-Miners. Der müsste doch auch verfügbar sein. Oder ist das... Oder craftet man den aus einem anderen Menü raus? Ah, im Equipment-Workshop macht man das. Ach so. Nicht in der Craftbench. Stand zumindest da. Ich hol noch mal Kupfer von unserer Fabrik. Eisen, ne? Oder Eisen. Ja. Kupfer haben wir gar nicht, oder wie? Nee, haben wir noch keine Mine gebaut. Müssen wir auch wieder einfach eine bestücken und dann ist gut. Dann würde ich schon mal, dann gucke ich schon mal, ob ich irgendwo Beton finde. Aber man kann ja auch händisch Kupfer abbauen, oder? Ja. Soll ich das mal machen? Ja, kannst du machen. Oder du lehrst die, also wir brauchen früher oder später eh alles, ne? Von daher. Ich baue uns mal so ein Equipment-Workbench. Die brauchen mehr für die Miner. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Warte mal, da ist hier vielleicht Beton. Hattest du nicht gesagt, da ist noch Beton? Ja. Der Kiste. Nö. Hast du es schon rausgenommen? Ah ne, ich trottel. Hier ist die Kiste. Das andere ist mein Inventory. Da. Sandsäcke. Betonsäcke. Egal. Ich glaube, dann könnten wir jetzt auch schon... Ich werde hier wieder angegriffen. Nein. Ah ja, das ist ja super. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich bin eh schon tot. Nein! Willkommen zu dir, Kurt! Halte durch! Von zwei werde ich angegriffen. Hau ab, spring hoch, springen hilft. Ja, beide. Okay, ich... Au. Ja. Oh. Ja, oh Gott, jetzt bin ich gleich tot. ich hab noch eine halbe. Ein halbes Leben. Ich habe zu viel versprochen. Ich muss mich selber retten. Jetzt sind beide tot. Stark. Sehr gut. Okay, jetzt können wir schon eine große Mine bauen, Kurt. Wo willst du denn bauen? Willst du eine aussuchen? Zu Kupfer? Ja, wir brauchen eh alles. Such dir eine aus. Dann Kupfer. Führ uns dorthin. Gut, ich lauf dir hinterher. Du kannst dir eine aussuchen. Irgendwo war ich gerade auf dem Weg dahin. Was? Ja, genau. Also reinfolgentechnisch ist, glaube ich, vielleicht Beton. Dann sag doch einfach, was wir bauen sollen. Ja, dann lass uns Beton. Ich habe gerade auch überlegt, weil wir Beton noch nicht haben. Und dann können wir weitere mit Beton, also Eisenbeton, und dann können wir weitere Minen bauen. Dann können wir alle anderen bestücken. Welches ist denn das nächste Betonvorkommen? 266. Dann kannst du mal oben gucken. Hier, da ist eins. Wollen wir da eingehen? Wo bist du? Ach, da. Hast du schon eins gefunden? Okay. Ich laufe dir einfach hinterher. Nee, Beton habe ich nicht. Hallo! Ach so. Ja, hier, dann das hier. So ein mieses Schwein. Entschuldigung, ich komme mit der Steuerung nicht ganz klar. Man muss den Zipper dann immer wieder ablegen, oder wie? Ja, das ist ein bisschen kompliziert, ne? Also, wenn du mich nicht töten willst, kannst du das natürlich auch.
Ich halte es mir aber offen. Ist hinter mir? Ach, da. Iron, okay. Wir können auch einen, pass auf, wenn wir schon mal hier sind. Ich gebe dir mal den Kram, den wir brauchen. Ich schmeiß das hier mal hin. Du nimmst es mal auf. Hier. Nimm mal das. Und das. Und warte, was brauchst du noch? Ach so, einen Miner. Dann kannst du dir einmal hier wegnehmen. Warte. Den schmeiß ich hier auch hin. Hier, nimm mal das. Und den baue ich jetzt zu Beton, oder wie? Und jetzt, genau, jetzt nimmst du, nee, wir können erstmal hier bleiben, wir gehen gleich zum Beton, wir können zwei bauen. So, und jetzt gehst du mal, jetzt hast du alle Ingredienzien, jetzt gehst du mal auf Q. Und gehst du mal auf Miner. Und dann wirst du sehen, du kannst hier, bevor du drückst, ja, oder drück direkt, kannst du die Richtung auch bestimmen. Das ist ganz, ist nicht unwichtig, weil du wirst sehen, wieso hab ich, krieg ich das jetzt hier nicht weg? Hab ich den jetzt gerade gebaut hier? Ja, du hast den gebaut. Ach so, okay. Du wirst sehen, dass. Nee, ist ja super, alles richtig gemacht. Die Richtung stimmt auch einigermaßen. Komm, wenn du mal zu mir kommst, zeige ich dir ganz kurz was. Du siehst hier, da ist der Ausgang. Ja. Da kommt dann das Eisen raus. Allerdings, wie wir sehen, läuft das Ding noch nicht, weil der braucht erstmal Strom. Mhm. Dafür kommt die Power Slug jetzt ins Spiel. Ja, genau. Nee, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da das Ding an Strom anschließen. Ich überlege gerade, ob das reicht, wenn man das. Kann man das ans Hub anschließen, Nikola? Ja, oder? Was genau? Oder ja, den unsere Mine. Oder wie kriegen wir jetzt Power? Ja, wir haben Strom da. Beim Hub haben wir schon zwei Biomasse-Verbrenner. Meine ich doch. Dabei sind. Okay. Dann machst du jetzt mal Folgendes, Florentin. Dann gehst du mal auf Q und auf Power. Dann gehst du auf Power und auf Powerlines. Und dann. Ach, wir haben auch ein Kabel oder was? Ah. Okay, dann müssen wir jetzt das Ding quasi mit Strom versorgen. Und wir haben da hinten ein Kraftwerk. Also könnten wir das direkt darüber bauen. Für Kabel braucht man Kupfer, ne? Das ist richtig, da brauchen wir Kupfer, genau. Und in diesen Biobrenner, da können wir immer unsere Blätter reintun, damit wir Strom haben, oder wie? Richtig, du bist Fast Learner. Das ist die Biomasse, aus der heraus Strom generiert wird, deswegen ist es immer eine gute Idee, direkt am Anfang auch alles zu sammeln, was einem auf dem Weg an Grünzeug und so weiter begegnet. Ah, okay, genau. Shift-Click ist automatisch alles ablegen, verstehe. Okay. Ah, okay. Ja, das Ding ist hier erstmal voll. Und dann brauchen wir Kupfer, genau, um Strom zu erzeugen, um diese Dinger. Okay, dann können wir jetzt direkt Kupfer suchen. Das ist eigentlich scheiße, wir brauchen offensichtlich eh alles. 100 Meter. Ja, geil. Aber jetzt haben wir jetzt noch. Ich trau mich. Ich bin leider meiner, ja. Konstant fast tot. Ich weiß nicht, falls noch jemand zu Bären sieht. Ja, dann esst dich, genau. Also, ja. Ich habe gar keine Beeren gerade. Nee, ich hoffe, auch ich vor Ort nichts mehr. Wollen wir erstmal Nahrung suchen gehen, vielleicht? Da haben wir ein bisschen Puffer für Expedition. Warte mal, jetzt habe ich. Guck mal, ich habe hier noch so einen kleinen Miner. Und man muss Dinge, die man verwenden will, immer erst in Hands ziehen. Das ist dumm, damit oder? Damit man sie verwenden kann, oder wie? Das ist, finde ich, auch ein bisschen strange. Nee, man kann ja das mit Shift und Linksklick kann man ja draufklicken und dann hat man es gleich in der Hand. Was? Shift und Linksklick? Ach so, aber man muss im Inventar erstmal, okay. Und diese 1, 2, 3 Schnellauswahl, kann man die selber belegen? Die ist für Gebäude, wenn du Gebäude platzieren willst. Und da kann ich nicht meinen Zipper reinlegen? Ich glaub nicht. Das ist ein bisschen strange, ne? Das ist ein bisschen sehr unnötig kompliziert. So, jetzt brauchen wir ein bisschen davon. Achso, man bekommt später weitere Handslots. Okay. Ah ja, das ist nicht ausgegangen, dass wenn wir auf dem Alien-Planeten sind, dass wir langfristig mehr Hände bekommen. Das ist das Mindeste, was ich erwarte. Oh, habe ich jetzt. Achso, habe ich gar nicht. Geht nicht. Mechanische Hände sind schon ziemlich praktisch. So, ich hole hier mal ein bisschen
Ich baue mal hier auch schon mal so einen Miner. Wo ist denn der Ausgang? Da. Berge mal unsere Leichen von Anfang. Mach das. Ach, vergiss die, lass die hinter uns. Da ist auch Zeug drin. Lass uns unser vergangenes Scheitern nicht länger thematisieren. Okay. Okay, das heißt, wir haben Kupfer und wir haben ein bisschen Eisen und Beton brauchen wir noch. Jetzt können wir uns um die Stromversorgung mal irgendwie kümmern. Mit dem bisschen Kupfer, was wir jetzt haben. Ah ja, die Clip hast du gemeint. Oh nein, da ist wieder so ein Schweinemann. Au. Ich befinde mich in Gefahr. Hast du kein Handy dabei? Notruf. Oh Gott, oh Gott. Ah! Er verfolgt mich! Ah! No way! Jose! Ich war leider, ja, war zu weit weg, Nils. Tut mir echt leid. Ich lebe ja noch, aber nicht mehr lang. Ich glaube, nur ein halbes. Wenn du mich einmal aus falschem Keck heraus sippst, dann lebe ich nicht mehr. Ich habe aktuell zwei Hände. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Grauen in einer davon ein Zipper ist? Also, hätte ich mehr Hände, könnten wir drüber reden, über diese Gefahr. Ja. So, ich habe jetzt Kabel. Ich verkabel mal die Fabrik da hinten. Super. Oh, da ist ja wieder mein Erzfeind. Der Schuppen. Molch. Kümmerst du dich um die um Copper oder um Iron? Ich probier's. Okay. Also die Iron Fabrik verkabel ich. Perfekt, dann nehme ich die andere. Also ich hoffe, dass ich es hinkriege. Du schaffst es. Aber man kann Kabel nicht in die Hand nehmen, ne? Das muss, wie geht das dann? Ah, Powerline, okay, doch, ich glaube, ich hab's. So, dann gehe ich zu Kupfer. Okay, dann machen wir eine Wire. Ach so, man muss erst die Türme bauen und dazwischen hat man das Kabel. Komme ich denn aus diesem Interface wieder raus? Aus welchem Interface? Ah, du bist jetzt an der Bank, ne? Oder, nee, okay. Es gibt zwei, Du kannst jederzeit auch ran. Aber wir an der Bank jetzt nicht Kabelmast bauen. Dafür muss ich in das andere Menü rein. Achso, die Kabelmast baust du auf die, auf der 1 ist einer zum Beispiel. Wenn du mal die 1, also bei mir ist es auf der 1 drückst, dann siehst du direkt den Mast und da kann man dann den Weg damit pflastern sozusagen. Oh, hört ihr das? Der wütet hier immer noch. Wir sind mitten in seinem Revier hier. Wir haben mitten in seinem Revier unsere Base aufgebaut. Ah! Oh, dieses Ungetüm. Ich probiere mal da hinten unsere. Du wolltest ja Eisen machen, dann mache ich mal Kupfer hier. Okay. Ist da wieder ein Tierchen? Nee, ich hoffe doch nicht. So, warte mal. Also alles, was man sozusagen fest am Boden baut, das kann man nicht in der Workbench bauen, sondern muss es sozusagen vor Ort aufbauen und man muss die Ressourcen dafür haben. Ja, also ja, im Grunde denke ich, ist das nicht so weit weg von der Realität. So, wie komme ich jetzt aus diesem wieder raus? Das hier. Und dann? Nee. Okay. So. Was fehlt mir? Nee, warte mal. Kann ich nicht einfach... Was? Zwei? Klicki? Was? Entschuldigen Sie bitte. Und wie verbinde ich jetzt diesen Pole mit der Fabrik? Das ist zwei deine Power. Ach so. So, doch, warte, schon richtig gemacht. Also stellst du genau den Pole irgendwo hin, das ist der Strommast, und dann verbindest du die beiden mit einem Kabel. Da, okay. Der hat ja nicht so viele. Wir müssen erstmal einen
noch hier so ein Hauptding bauen, ne? Ja. Und dann so ran. Ah, okay. Yes. Den auch, ne? Ja, dann ist das der Hauptmast, von dem sich alles abzweigt. Geil! Und wie benutze ich das Kabel? Du drückst auf die 2, also bei mir ist es die 2, dann klickst du den Mast an und dann spannt er das automatisch. Und dann läufst du damit so lang, wie das halt geht, und dann musst du irgendwann halt so einen Zwischenmast setzen. Ja, genau. Ja, den kannst du noch... Das also ist jetzt verbunden, nicht, okay. Genau, jetzt musst du, also du drückst auf die 2, klickst es nochmal an und dann läufst du in Richtung unseres Hubs, und wenn du merkst, das Kabel ist zu lang, setzt du halt noch einen Zwischenmast und dann gehst du bis zu unserer Base rüber, genau. Yay, yay, yay. Jetzt ist schon rot, glaube ich, bei dir, ne? So, ich glaube, du musst einen Zwischenmast setzen, genau. Runtergefallen. Hilfe, Hilfe. Ja, geil. Du kannst jetzt theoretisch, guck mal, warte mal, Florentin, du musst gar nicht bis zu unserer Base. Schau mal hier, hier ist auch schon ein anderer Mast. Den kannst du auch hier schon mit verbinden. Ja, geil. Und jetzt? Okay. Ich glaube, jeder Mast hat 3 Anschlüsse. Da muss man einmal gucken. Hier sogar, ja geil. Ja, ist doch mega. Und jetzt haben wir schon Kupfer und Eisen. Nice. Und jetzt, Florentin, kommt nämlich der tricky Part. Jetzt ortet man die so an, dass du quasi erstmal diesen Miner hast. Dann setzen wir dazwischen einen Container, wo die erstmal alle reingehen. Nach dem Container kommt der Schmelzer, dann wieder ein Container. Und dann teilt man das quasi, kann man sich aussuchen, was der bauen soll. Also, warte mal. Wo haben wir denn die Container? Logistics? Organization, Storage Container, genau. Hier, so ein Storage Container, der ist unter dem Reiter Organization. Soll ich dir das einmal zeigen, wie das aussieht? Ich glaube, ich verstehe das schon. Ich baue das zum Iron-Ding. Genau, lass so ein, zwei Meter Platz, dass da noch ein Förderband zwischenkommt. Und dann das Einzige, was du beachten musst, ist, dass Eingang und Ausgang stimmen. Du siehst ja, wenn du den so drehst, so Pfeile, ne? Ja, das machst du, glaube ich, richtig, genau. Okay, und kann man den rotieren? Mit Mausrad rotierst du. Und das Geile ist, wir haben richtig viel Platz, also man muss gar nicht so eng bauen. Die Welt ist riesig. Das heißt, wir können die ganze Welt nutzen. Wir müssen gar nicht klein denken. Okay. Ich will die ja perfekt davor bauen. Nee, musst du nicht. Das muss schon sein. Du setzt ja eh ein Förderband dazwischen. Ja, aber ich meine, es muss ja genau eine Linie sein. Ja, davon, ich verstehe das. So habe ich auch am Anfang gedacht. Wirst du dich früher oder später davon verabschieden. So, und jetzt kannst du einfach, drückst auf die 3 und verbindest das mit dem Förderband. Ach, das ist direkt verbunden. Ach so. So, und jetzt läuft das feine Eisenerz in diesen Container. So, und das gleiche machen wir jetzt mit einer Schmelze. Das quasi dann aus dem Container raus, ein Förderband in die Eisen. Und warum brauchst du den Container? Warum nicht direkt in die Schmelze? Ja, weil da wird das dann im Zweifel irgendwie zwischengelagert, wenn mal der ausfällt oder man das später umleiten möchte und vielleicht möchtest du dann whatever. Da hast du halt immer einen Container, wo die Sachen gesammelt werden. Das ist einfach eine größere Speicherkapazität. Sonst ist hier irgendwann, kann das halt sein, wenn die Schmelze irgendwie aufhört, dann kommt hier nichts mehr raus, weil der kann das ja nicht speichern hier in diesem. Der hat keinen Speicher. Okay. Und jetzt baust du eine Schmelze. Geil! Ich muss dir gar nichts mehr beibringen. Du bist jetzt schon fast auf meinem Wissensstand. Perfekt. Ja, passt nicht ganz. Muss ein bisschen umbauen, oder? Ja, das hat nicht funktioniert. Okay. Jetzt können wir gleich mal testen, wie man Sachen abreißt. Aber warte mal, du kannst den auch einfach. Ah, kannst du nicht. Du kannst ihn ja auch sonst umbauen hier, den Schmelzer und den.
Wie reißt man denn Sachen genau ab? Auf Q. Warte mal. Q, ja? Nee, auf F. So. F, okay. Haben wir mit der ja, F, genau. Und das kriegt man verlustfrei wieder, wenn man es abreißt? Ich glaube, ja. Oder macht man Verlust? Ich glaube, kriegst du zu 100% verlustfrei wieder. So, das geht halt nicht, weil du das... ich würde den Schmelzer ein Stück einfach nach hinten setzen. Den nochmal abbauen, genau. Geil! Natürlich, der Schmelzer wiederum braucht Strom. Mach ich. Wir kriegen Besuch von so einem süßen kleinen Knubbeltier. Wenn man durch die Stromleitung rennt. Ja, halt echt. Na dann. Wie kann ich das jetzt an das Kabel anschließen? Ja, einfach irgendwo hinstellen, den Verteiler irgendwo hin. Und dann den musst du halt immer an einen anderen Verteiler. Du kannst jetzt auch theoretisch einfach hier rangehen und das Kabel ziehen und ziehst das zu diesem hier. Ah, ja, genau. Okay. Das reicht schon aus. So, und jetzt, ganz wichtig, wieder den Container dahinter klappen, dass dann das Produkt in den Container kommt, damit er auch loslegt. Ich glaube, der hat noch keinen Strom. Woran liegt das? Haben wir nicht genug Power oder was? Warum hat der keinen Strom? Oder ist das nicht verbunden? An den Masten kann man nachschauen, ob Strom ankommt. Ja, der ist ja rot, deswegen frage ich mich, warum der keinen Strom bekommt. Vielleicht ist unser Kraftwerk alle. Das kann sein. Oder wir... Warte, ich guck mal eben. Nee, die laufen noch. Ja, aber hier. Da kommt ja Copper, ne? Wir müssen erstmal... Warte. Ach so, den kann ich mir nicht leisten. Sag das doch. Komm ich denn? Das ist... Nee, war das die Eisen... Das ist die Eisenmine. Wir müssen die Eisen noch anklicken, oder nicht? Copper war doch unten. Das ist doch die Eisenmine hier. Warte mal, was kommt hier raus? Das Iron Ore. Was ist hier eingestellt? Copper, das macht ja gar keinen Sinn. Wir wollen nicht Copper, wir wollen Iron. Hallo, entschuldigen Sie bitte, ändern Sie das sofort. What? What, wie ging das noch? Select Recipe, Iron. Ah, jetzt. Okay. So, bist du noch da? Ja, ich muss nur noch für den Container noch Rods bauen. Ach so, geil. Wenn du. Ach so, der zeige ich dir gleich. Das machst du doch hervorragend. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hab ich denn. Ach, warte, ich kann auch. Nee, du hast schon, da bist du okay. Ah, es ist herrlich. Es ist einfach wunderbar, dem beim Entstehen zuzuschauen. Ja. Du musst das nicht so dicht bauen. Das ist dann immer echt. Da musst du richtig tricky mit dem Förderband sein. Wir haben so viel Platz. Der ganze Planet ist quasi unsere Fabrik. Es gibt schon so Linien, an denen man sich. Also, ich glaube, der gibt einem schon die Chance, das genau auszurichten. Ja, ne? Ja, man kann das machen, aber. Aber es gibt das. Es gibt kein Raster irgendwie, oder? Naja, nee, sowas. Das gibt's leider nicht. Naja. Ist das nicht geil, wie dann jetzt auf dem Förderband diese fertigen Sachen da rauskommen? Ist doch mega befriedigend, oder? Und das sind jetzt diese Iron Ingots. Genau. Und das nächste wäre jetzt quasi das gleiche Spielchen nochmal. Nur die nächste Produktionsgeschichte wäre dann der Constructor. Aber man kann an einen Container immer nur ein Fließband anbauen, oder wie? Oder könnte man jetzt auch... Ja, du könntest, es gibt Verteiler. Aus diesen Ingots zwei verschiedene Produkte machen. Ja, genau. Also es gibt halt die Möglichkeit, dass du da jetzt ein T-Stück einbaust und dann kannst du theoretisch zwei Constructor bauen und sie werden dann beide gleichermaßen beliefert. Und dann kannst du einstellen, was dort produziert wird. Okay.
Dann mache ich das auch mal bei Kupfer. Genau. Es gibt wohl doch ein Raster, aber das schaltet man später frei. Ja, okay, da muss man, glaube ich, neun Arme und drüber kriegt man Betonböden das. Betonböden machen. Okay, dann machst du das gleiche drüben nochmal, dann baue ich hier einmal den Constructor. Was brauche ich für den Constructor? Reinforced Iron Plates. Na gut. Muss ich, glaube ich, manuell bauen, die Reinforced Iron Plates. Na, wir haben noch... Nee, wir haben doch keine mehr. Alle weg. Ja, ich baue mal schnell Reinforced Iron Plates und dann baue ich da den Constructor. Und das gleiche machen wir dann gleich auch noch mit Beton. Achso, sind beide belegt. Das ist ja kein Problem. Craftbench, kann ich noch eine bauen? Ja. Es wäre schon sehr praktisch, wenn man diese Gebäude schon bauen könnte und im Inventar tragen könnte. Ja. Dann wüsste man schon im Vorhinein, was man alles braucht. Kannst du eine To-Do-Liste anzeigen lassen? Wenn du über das Plus hinzufügst in deine To-Do-Liste, dann siehst du rechts, was du noch für Sachen brauchst für das Gebäude. So, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt Reinforced Iron Plates. Ach, was brauche ich denn dafür wiederum? Ach, diese Screws. Ich finde alles Portable Miner nicht. Der ist bei dem Crafting Bench hier. Ach, der ist dann wieder auf der Bench. Okay. Ja, hier, in der. Equipment Bench ist der. Ey, alles, was wir hier manuell herstellen, das wird später, es ist alles automatisiert. Das ist echt sehr befriedigend. So, was wollte ich jetzt haben? Ein Constructor, ne? Kann ich mir das jetzt schon leisten? Ja, kann ich. Da brauche ich noch. Concrete. So. Constructors. Jetzt kann ich mir zwei leisten. Okay. Haben wir noch Limestone irgendwo? Das ist Beton. Ach, warte mal, ich habe vielleicht noch was dabei. Ja, ich hab noch zwei. Achso, zwei hätte ich noch im Gepäck. Kommt aus dem nicht so schnell wieder raus. Okay. So, wo war jetzt das Kupferding? So, machen wir mal so. Ach, das wurde ja schon gebaut bei Kupfer. Okay. Achso, die Mine, ja. Naja, okay. Genau. Dann baue ich da gleich noch eine. Oder wir müssen uns da langfristig... Ja, na klar. Wir bauen alles, worauf wir Bock haben, einfach. Alles, worauf wir Bock haben. Ah, verstehe. So. Zack. Zack. Ha, ha, ha. Das ist ja so gut. Und dann müssen wir noch Strom. Ich raff nicht, wann der... daran? Ja, geht auch. Reicht ihm. Sehr schön. So. Ah, wenn der weiß leuchtet, ist der noch in Reichweite. Ich verstehe. Okay, Select Recipe. Was machen wir denn? Iron also Plates. Muss ich das anders auswählen? Ah, das ist ja so gut. Das ist schon sehr, sehr lustig. So, der hat schon Strom. Jetzt kommen diese Kabeln her. Diese Platten da raus, der kann aber noch anderen Scheiß machen da draus. Aber hat der jetzt Strom oder nicht? Ich glaube nicht, dass der Strom hat. Also wenn er gelb leuchtet, hat er Strom. Was du, Florentin, manchmal, du musst die dann noch mit einem Auftrag versehen. Wenn du dann an die Produktionsstätte rangehst und E drückst, dann siehst du oben am Reiter Select Recipe und Production. Und da musst du erstmal auswählen, was der bauen soll. Und dann legt er erst los. Jetzt hast du gerade was verkabelt, Nico? Ja, ich habe das Kabel von hier nach unten gezogen. Kannst du mir das vielleicht überlassen, damit ich es einmal verstehe? Weil so ist es super frustrierend, wenn spontan irgendwelche Dinge aufploppen, die ich nicht gemacht habe. Ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Aber wo bist du mit dem? Ja, okay. Da müssten wir ja eigentlich drei Stück noch davon bauen.
Ja, jetzt ist es auch grün. Okay. Aber der ist noch gelb, das ist eigenartig. Egal. Sensationell. Freunde, wir haben es einfach richtig drauf. Ich glaube, der geht hier noch nicht. Ich würde die Nummer abreißen, Florian. Was gibt's denn? Die Nummer neu aufbauen. Den Schmelzer abreißen? Nee, der Miner, der ist anscheinend irgendwie falsch platziert vielleicht. Was brauchen wir denn? Das haben wir. Schau mal, gleich. Boos. Cables. Myers Cables. Der hier, der ist noch gelb. Der ist der hat vielleicht keinen Auftrag, wie Nils meinte, oder? Ich hab noch nicht. Achso, muss man den auch festlegen. Ja, muss da E drücken und dem sagen, was er bauen soll, genau. Aber den Miner? Der läuft doch normalerweise automatisch. Der Miner müsste eigentlich automatisch laufen. Nee, er ist voll. Ah, er hat 100 Ressourcen drin, deswegen arbeitet er nicht mehr. Ah, ich verstehe. So, was wollte ich hier noch bauen? Sowas. Gut, dann viel Erfolg. Gut. Herrlich, 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 herrlich. Das können wir bauen. Okay, nee, da brauche ich Beton für. Ach. Macht ihr schon irgendwas bei Beton? Ja, ne? Oder seid ihr unten beim Kupfer? Ich bin beim Kupfer. Ich baue hier Kabel. Dann kann ich dir beim Beton helfen. Copper-Ingot. Okay. Hast du noch meiner? Sonst baue ich noch welche. Einen habe ich gerade gebaut, ja. Den werde ich nochmal eben kurz gucken. Beton brauchen wir nämlich auch. Wo ist das? Da. 208 Meter ist das kürzeste. In die Richtung. Dann bauen wir da nochmal was auf. Dann haben wir alle drei Rohstoffe. Und wie lang können diese Fließbänder sein? Unendlich. Ich habe auch eine Power Slug. Das ist ja irgendwie das Coole. Du kannst ewig, also die Dimensionen sind halt einfach riesig. Wir können den ganzen Planeten nutzen. Okay. Ich habe jetzt meine Kupferkabelmaschine gebaut. Geil. Geil, geil, geil. Warte. Ah, da fehlt mir Beton für euch, Trollo. Und wie läuft es mit dem Strom? Können wir das auch irgendwie automatisieren? Ja, später erst. Also am Ende. Oh nein! Oh nein, das ist fies. Später auf jeden Fall. Also man muss immer manuell irgendwie sammeln, aber man kann das effizienter gestalten. Indem man die Dinger zu so Klumpen presst, dass die mehr Energie beinhalten und dann erhalten die länger. Aber man muss sammeln, ist glaube ich das einzige, das Sammeln der Biostoffe, was man nicht automatisieren kann. Glaube ich. Zumindest war ich nie so weit. Später gibt es Atomkraftwerke und so ein Kram. Da geht es dann ein bisschen effizienter zu. Da müssen wir aber einige Diskussionsrunden davor einplanen, ob wir das machen wollen oder nicht. Ja, das stimmt. Also ich finde, wir sollten ohnehin relativ schnell so eine Art Gemeinschaftssaal bauen mit Keksen und Tee und so. Und man diskutiert, ne? Ja, ich glaube, wir müssen viel diskutieren, weil es über die nötigen Dinge hinausgeht. Ich glaube, dann kommt relativ schnell der Punkt, wo wir Bürgerrat, Stadtrat, solche Dinge. Ja. Dann kann man ja, einer kann ja immer den Vorsitz haben. Aber das Gute ist, bei drei Leuten, dann hat man immer eine 2-1 Situation. Ja, das stimmt. Oh Gott, ich werde schon wieder verfolgt. Oh nein, ich werde wirklich verfolgt. Shit. Oh Gott, wenn er mich einmal erwischt, bin ich sowas von mausetot. Shit. Eile. Nee, ja, ist gut. Wetter. Ich muss dringend mal irgendwie so eine Heilsalbe aufessen. Immer die so zu sich. Wo ist mein Hub da? Nee, warte mal, wo ist mein Hub? Hab mich verlaufen. Warst du gerade in der Nähe? Bist du ja, ich hatte so viel Panik. Erstmal. Irgendwo im Westen von dir aus. Aber es gibt keine Bären mehr, ne? Ja. Also am Anfang habe ich viele davon gefunden. Ja, ja. Jetzt, ich weiß, bin immer auf 1 HP hier konstant. Ich auch, ich habe einen halben. Hier sind noch Bären. Ich habe noch 2 Bären gefunden. Oh nein, da ist wieder so ein Arschvieh. Ach, wow, jetzt, das könnte mein Tod sein. Nikola, eventuell sterbe ich jetzt. Okay, warte, ich komme. Und ich gebe dir die Schuld. Schon wieder? Ja!
Nicht runterfallen. Doch, also das Falling Damage ist jetzt nicht so hart. Aber du bist doch gar nicht verfolgt. Ist doch alles gut. Ja, er hat sich das nochmal anders überlegt. Aber also, der hing schon an meiner... wollte mich schon haben. Der wollte mich haben. So, jetzt muss ich da wieder zurück, weil ich jetzt erst den vermaledeiten Miner bauen kann, ne? Ja, so sieht das aus. So, und wieder zurück. Ich glaube, es war in diese Richtung. Und die Fließbänder brauchen aber keinen Strom. Die kann man einfach ballern, wie man will. Richtig, richtig, richtig. Und wie kriegt man vernünftige Waffen mal? Also das Spiel ist nicht so auf Waffen ausgelegt, aber ich glaube... Ich kratze hier an der Schwelle des Todes. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich auch. Es gibt, glaube ich, Rüstung später. Oh Gott. Er hat mich wieder... Er hat mich wieder anvisiert. Oh ja, er hat... Fuck, Nikola! Er bedroht mich. Oh Gott, ich brauche sofort heilende Beeren. Ja, ich bringe sie dir. Da ist ein Strauß. Ich habe was gefunden. Okay. Was für ein Glück. Jetzt bin ich tot. Oh, du musst sofort kommen. Er hat mich hinterrücks erwischt. Okay. Komm sofort. Oh ja. Der sieht nicht nett aus. Ich möchte sofort, dass du mir hilfst. Ich hoffe mal, dass er mich nicht sieht. Anscheinend nicht. Oh, doch. Er greift mich an. Im Vorbeilaufen. Ich muss ihn erst besiegen. Ja, du musst, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Der läuft immer irgendwann im Kreis und da muss man nur. Ja, erledigt. Ihm ein mitgehen. Ich möchte mich bedanken. Jetzt kommen mir nicht die Bären. War schon verlockend. Was? Und unser erstes Ziel ist dieser Space Elevator, oder wie? Da brauchen wir ganz viele Iron Rods auch dafür. Wollen wir da auch einen Konstruktor bauen? Ja, wir können eigentlich für jedes Teil einen eigenen Constructor bauen. Genau, für Kupferkabel habe ich schon. Strom aus. Geil. Ja, ach, wir müssen nachlegen, ne? Ja, ich bin gerade da, ich leg nach. Was war das denn? Smelter. Ich habe auch noch einen fertigen Constructor hier. Den kann ich gleich mal aufbauen. Was fehlt mir? Oh, hast du Kupferspulen? Ja, da habe ich ganz viele. Da habe ich unten bei Kupfer habe ich einen Container gebaut. Da habe ich ganz viele. Ah, okay. Übrigens, Florentin, wenn man Steuerung drückt oder Shift, ich habe es gerade vergessen, ich glaube Steuerung war es, dann kannst du das gerade ausrichten, die Gebäude. Ah ja. Das habe ich eben auch nicht gewusst. Left Control, stimmt, steht da. Da ist das Grid, ja. Wo landen die hier? Oder wo? Ah ja, geil. Die Hälfte reichen so. Können wir schon Splitter bauen oder brauchen wir dafür? Ja, da brauchen wir noch Platten und Eisenstangen dafür. Was hab ich jetzt gesagt? Da. So, ich sollte mal meine Beeren essen, wenn ich die schon hab. Rein damit. Das ist echt schwierig, am Leben zu bleiben hier. Mit so wenig Beeren. Haben wir eine Stangenproduktion auch gerade? Stangen noch nicht. Nee. Dafür brauchen wir auch den Splitter. Bin gerade dabei hier. Beton. Wir haben den nächsten Milestone, ist ja schon ausgewählt. Oh nein! Trottel. Da ist auch der Splitter dabei. Oh, kannst du einfach mal ganz dumm ganz viele Stangen bauen? Händisch? Ja. Dann hole ich ganz viel Kupferkabel, dann glaube ich, haben wir's. Ja, machen wir so. Wir schon mal essen. Dann können wir die Rakete abschicken. Haben wir gar keinen Sehr Strom beschäftigt. Mehr? Stimmt, wir haben keinen Strom mehr, da war ja was. Aber warum? Ich habe nachgelegt, Blätter. Ich glaube, eine Fuse, also eine Sicherung ist rausgeflogen oder so. Nils, das war deine Aufgabe. Du bist der Chef-Elektriker hier. Dann kann das sein, dass wir zu viele Sachen angeschlossen haben. Dann müssen wir einen weiteren Reaktor bauen. Dann aber können wir für das Gras nicht auch einen Biomass-Burner? Müssen wir einen Biomass-Burner bauen und dann
Aber können wir da nicht auch einfach automatisiert Gras reinpacken? Ja, das, also es kommt. Also das kann man alles später so gut wie möglich automatisieren. Wenn du zum Beispiel einen Container baust, wo du alles reinschmeißt und dann wird das automatisch verzweigt in die ganzen Biokraftwerke ausgeliefert. Das kann man alles wunderbar machen. Nur einen einzigen Part kann man nicht automatisieren und das ist quasi das Sammeln und Reinschmeißen. Nur du kannst es halt schon so machen, dass du es in einen Container schmeißt und dann wird es alles automatisch verteilt. Das geht. Da gibt es ja noch Öl und Kohle, dass du dann automatisch dann reinpacken kannst. Aber das dauert noch ein bisschen. So, soll ich die Rohre jetzt klappt das mit der Sicherung? Ich glaube, Nikola macht gerade die Stromversorgung. Ich mache gerade die Rohre. Aber ich kann so. Mal gucken. Da warst du doch gerade zu Gange. Ich dachte, du machst das. Okay, wie viel brauchen wir für einen neuen Generator? Ja, okay. Und jetzt habe ich da keinen Container gemacht. Das ist eine Also Wires haben wir noch genug da, sagtest du, Florentin? Ja, die werden massenproduziert. Oh nein, brauche ich wieder. Was ist los? Mal, also wir brauchen noch 100 Stangen. 100 Stangen, dann haben wir es, glaube ich, ungefähr. Ich habe noch 71 Stück. Boah, das ist teuer. Warum? Was ist denn mit dem Strom hier los? Ja, wir haben zu wenig Energie. Wir haben zu viel angeschlossen. Ja, wir müssen Biomass noch einbauen. Ja, wir brauchen noch einen Generator. Die sind randvoll mit Gras. Ja, nee, das liegt daran, wir haben zu wenig Power-Output. Also der Strombedarf ist höher als der Strom, der erzeugt wird, sodass wir ein weiteres Kraftwerk brauchen. So. Also warte. Die Krise. Soll ich einen bauen? Biomass. Wenn du kannst. Ja, wenn du das hast, genau. Aber dir fehlen noch Ressourcen dafür, oder? Nee, ich glaube. Echt, hast du schon alles? Wow. Ach so, oh, das ist leer? Ich hab das, glaube ich, hier reingesteckt in dieses Ding. Ach, das kriegt man nicht mehr raus, wenn man es einmal in die Milestone gesteckt hat? Nee. Und dann fix. Oh, okay. Das hast du, da hast du dafür bezahlt zusammen. Ja gut, aber ich hab's gleich zusammen. Noch, ich dachte, das wäre nur zwischengelagert. Okay, verstehe. Hast du noch Iron Plates übrig? Ich hämmer gerade. Achso. Ich werde noch Plates gemacht eigentlich. Aber vielleicht haben wir noch welche da. Genau, Plates werden gemacht, aber Rods nicht. Ja, genau. Da ist nichts mehr. So, momentan bauen wir noch so ein bisschen nebeneinander her, aber das wird auf jeden Fall... Ich finde es aber gut, wenn wir Zuständigkeitsbereiche haben, dass wir wirklich Verantwortungen zuweisen, dass wir wirklich sagen können, wenn der Strom ausfällt, dass wir dann wirklich einen Schuldigen haben. Dass das dann nicht einfach hier rumgeschoben wird, sondern dass klar ist, Nils muss sich verantworten hier. Möchtest du für die Stromversorgung verantwortlich sein, Nils? Ich? Gerade bin ich noch dabei, dass wir Beton erstmal bekommen. Ist das in Ordnung, okay, wenn ich mich darum kümmere? Ja, dann mache ich Kupfer. Nils ist Beton und Nikola ist Eisen verantwortlich. Ja, perfekt. Ja. Sehr gut. Aber genau, also, und du bist auch Stromversorger. Ich bin gleich, weil Beton ist nicht so aufwendig. Das ist nur ein Produktionszyklus. Hast du deswegen, dir deswegen absichtlich Beton rausgesucht? Als Nein, nur das ist, da langweile ich mich dann. Deswegen möchte ich gleich. Nee, ich will lieber Eisenproduktion machen und du machst Forsch. Ja, gut, dann tauschen wir. Bei Eisenproduktion macht Spaß. Der Rest ist langweilig. Dann mach du doch das, was mich langweilt. Aber wir brauchen jetzt unbedingt Iron Plates, sonst kommen wir nicht voran. Habt ihr noch welche? Ich dachte, die werden massenproduziert. Ja, der Strom ist gerade aus. Ja, aber dann hol dir doch die. Ja, dann müssen wir es manuell machen. Ja, genau. Aber der Brenner geht jetzt gerade auch nicht mehr. Wir müssen ein paar Sachen abknipsen, glaube ich, von der Stromversorgung. Ich schalte jetzt kurz mal die. Was war das? Kupferversorgung mal ab. Was? Dann müsste wieder laufen. Das ist eine Drohung? Sag mal, du hast hier gerade in mein Verantwortungsgebiet reingefunkt. Okay. Das kann ich ja gar nicht leiden, wenn hier andere Leute aus anderen Departments kommen und hier in meine Verantwortung reinpfuschen. Da gibt es einen GAO-Antrag, dann wird abgestimmt und dann können wir drüber reden, aber so nicht. Ja, ich hab's mir gefunden. Es war einfach nur, dass der Schalter nicht umgelegt war. Wenn meine Abteilung sich dazu entscheidet, den Schalter nicht umzulegen, dann ist das unsere Entscheidung und wir werden da verantwortlich gemacht, okay? Finde ich gut. Das sieht gut aus. Als wenn der Strom ausfällt, den Schalter wieder umlegen, dann geht's wieder. Da, jetzt sind auch die Platten fertig. So, wo baut man den denn am schlauesten hin, den Biomass-Burner?
Ja, da auch hinten hin, oder? Zu den anderen. Die alle zusammen auf jeden Fall. Also nichts irgendwie. Was ist denn hier los? Ja, mir fehlt Kupferkram. Hm. Was soll das denn? Aber erzeugt Holz mehr Energie als Gras? Ja. Glaube ich, also der 20 Megawatt heißt es hier. Was brauchst du noch? Was brauchst du noch, Florentin? Ich kann dir Sachen geben. Kupferkabel. Kupferkabel ist hier, oder? Völlig bescheuert. Hier ist einer. Brauchst du noch was? Nee. Doch nicht. So, wo soll der jetzt hingebaut werden? Ja, daneben. Genau, so hier. Wenn wir einen mal auffüllen müssen, dass wir dann nicht die ganze Zeit weit laufen müssen. Bab, wunderschön. Bab, bab, bab. Oh. Moment, ist er jetzt auch angeschlossen? Ne, musst du noch oben verbinden mit der Stromleitung. Mit deinem Stromtool. Ich bringe hier gleich noch ein paar mehr Freunde des Stroms. Yes, genau. Fehlt mir original. Hat noch jemand ein bisschen Concrete? Ich hab noch nichts mehr. So, Leute, jetzt läuft das Ding. Sehr gut. So, jetzt ist das Kupfer auch wieder angeschlossen? Ja. Gut, ach so, wir sehen gut, alle rechts gut, oben gut, den Milestone, oder? Ja, genau. Dann können wir alle selber da dem zuarbeiten. Also, okay, Beton hat niemand mehr. Sehe ich das richtig? Dafür bist du ja verantwortlich jetzt. Nee, Blitzen, dafür bin ich als verantwortlich, dang it. Ja, ich. Ja. Warte mal, kann ich den. Oder komme ich hier ran? Ich brauche noch einen Pol. Ja, deswegen, ich wollte für den Pol brauchen wir nämlich Beton. Einmal nur. Aha, das ist natürlich. Du brauchst nur noch diesen, genau, den da musst du hier noch rüberlegen. Brauch das muss ja irgendwie auch möglich sein. Das lasse ich auch keine Ausreden gelten. Wir brauchen ja keine Schmelze für Beton, das heißt, wir können es ja selbst abbauen kurz. Genau. Na gut. Da machen wir hier noch. Gehe ich mal kurz abbauen. Hab ich's genug? Fehlt an allem, ne? Wie immer. Genau, die Stromversorgung muss noch angeschlossen werden, dann läuft das aber auch. So, was haben wir denn hier? Ah, geil. Chat sagt, wir brauchen einen Schmelzer nicht für den Beton. Kannst du eigentlich wieder abreißen, Nils? Kannst du auch machen, oder nicht mit F? Achso, ja, ich wollte euch nur nicht ins... Ach stimmt, man braucht gar keinen... Das macht voll Sinn, dass man keinen Schmelzer für Beton braucht. So, okay, dann mach ich das eben fertig. Ja, dann mach du das fertig, okay. Dann, würde ich gerne Folgendes machen. Ich weiß nicht, ob ich euch dafür begeistern kann. Immer. Und zwar, bislang sind die ja alle weit weg. Und ich würde gerne ein Zentrallager bauen, wo am Ende alle Waren reinkommen. Sodass wir quasi nur noch einen Container haben, wo dann 20 verschiedene Arten gelagert werden. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und das heißt, ich würde gerne hier direkt vor unserer Base baue ich hier einen Container. Also man kann die auch stapeln. Und dann würde ich gerne, dass das alles da sozusagen reinfließt. Verstehen Sie? Wir haben gleich unseren ersten Milestone, ne? Das wäre schön. Warte mal, so. Mach ich das denn vielleicht so? Wo sind die Bio-Sachen? Ach Gott. So. Denn? Naja, das machen wir gleich. Das ist hier eigentlich wichtiger. Oh, was mach ich denn? Oh ja, stimmt, wir haben die Eisenrohre alle fertig jetzt. Fehlt nur noch Kupfer und Eisenplatten. Ja, hast, okay. Hast du Eisenplatten? Kupfer habe ich. Ich habe noch 10, das reicht nicht ganz. Aber wir haben jetzt eine Ja, hau die doch am besten einfach mal direkt rein, was du hast. Dann kann ich den Rest auffüllen. Oh, das ist aber komisch gebaut hier. Dann haben wir es gleich und dann haben wir die Splitter. Stimmt ja, die Splitter. Dann können wir die andere Produktion, die Rohrproduktion anwerfen. So. So, wir brauchen noch 8. Leute, Milestone! Milestone! Yes. Was wer will drauf drücken? Ich drück drauf, okay?
Yay, drück drauf. Das gefällt mir nicht. Yay! Erster Milestone. Jetzt fliegt das Raumschiff los. Ohne uns. Ja, die liefern Sachen ab. Ist doch geil. Über uns fliegt das Raumschiff los. Stark. Da ist es. Bye bye. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. So. Lookout Tower. Moment, okay. Den Splitter haben wir doch jetzt, oder nicht? Ja. Achso, das dauert noch ein bisschen. 3 Minuten. Siehst du oben auch rechts. Da läuft gerade ein Countdown runter, bis das Schiff wieder kommt mit den neuen Sachen. Ach, dann haben wir den Splitter. Ich verstehe. Muss ja alles lore-technisch alles stimmen hier. Ist ja total realistisch, dieses Spiel. Bisher schon, ja. Da brauchen wir einen Smelter. Brauche ich dafür? Oh, noch 3 Stück. Eieiei. Wer ist nochmal für Strom verantwortlich? Wer ist der Hauptstromverantwortliche? Ja, das würde mich auch interessieren. Ja, haben wir da schon jemanden bestimmt? Ja, dich! Echt? Dich haben wir bestimmt. Das ist ja das Totalversagen auf der Stromfront. Das ist ja unfassbar. Ja, ich werde mich um dieses Problem sofort kümmern. Ich bin regelrecht erschüttert. So. Strom läuft wieder. Okay, Biomasse geht langsam zur Neige. Du darfst das nicht unterschätzen. Es ist unglaublich wichtig, dieser Job. Energiepolitik, ja. Stimmt. Ja. Haben wir dann auch verschiedene Ministerien. Ja. Eine MAM-Forschung machen wir, ja. Verteidigung. Was? Wir müssen unsere Regierung planen, wie wir jetzt den Planeten unterwerfen. Da bin ich immer für zu haben. Achso, den Splitter haben wir doch schon. Aber der taucht nirgends auf. Ah, doch, da unten. Ah, Conveyor Splitter. Stimmt, wir haben den schon. Dann können wir den schon bauen. Ah, ich kann noch keinen. Wie lege ich den denn in die Schnelle? Ach, der ist so riesig! Ja, großer Splitter. Nicht so wie ein Factorio. So, was machen wir? Den kann man aber auch übereinander bauen, also dann kann man auch in die Höhe bauen. Ja, das fehlt mir. Ach, jetzt fehlt mir. Da fehlt mir das schon wieder. Nee, ich glaube, ich brauche eigentlich eher einen Merger. Für den Anfang bräuchten wir einen Splitter. Wenn das Ohr gebrannt wird. Das muss dann in 2 Verarbeitungsanlagen. Das? Wood, ach ja. Ach ja, ich kann immer mein ganzes Zeug hier rüber schaffen. Ich habe mal meinen ganzen Bio-Brennstoff da rüber geschafft. In die Kiste gepackt. Mhm. So, was ist hier mit Beton? Ja, die Produktion ist fertig. Nur ich weiß nicht, ob wir jetzt. Sollen wir es auch bis zur Basis bauen? Also wir haben viel Platz. Ich würde gerne nur, dass es am Ende einmal. Am Ende einmal in einen Container sozusagen kommt. Der Pod ist wieder da. Geil. Können wir der Pod-Rennen machen? Ach Gott, der hat ja gar keine vernünftige Kapazität, dieser Merger. Nee, deswegen muss man ja immer so ein direkt so eine Dings bauen. Ja, aber. Container. Yeah. Ach so, erst alles in den Ja, deswegen hatte ich ja. Naja, aber jetzt ganz Eisen kurz, immer. Nils, hilf mir mal ganz kurz. Ja. Nimm dir die, gerne, dir die Zeit mal. Immer. Ich will Kupferkabel bauen. Mhm. Und die Kupferkabelmaschine produziert 30 pro Minute. Mhm. Wohingegen die Kupferplattenmaschine produziert 15 pro Minute. Das heißt, ich muss jetzt 2 Kupferplattenmaschinen an eine Kupferkabelmaschine anbauen, damit die durchgehend läuft. Mhm. Wenn ich da jetzt diesen Fließband-Merger dazwischen stecke, dann kommt da aber nicht doppelt so viel durch, sondern das bleibt stecken. Das geht nicht schnell genug. Wie soll das denn sonst gehen?
Also nochmal, was produziert 30 und was produziert 15? Also ich produziere 30 Kupferkabel pro Minute aus Kupferplatten. Und eine Kupferplattenfabrik produziert 15 pro Minute. Das heißt, auf eine Kupferkabelmaschine kommen ja zwei Kupferplattenmaschinen dann. Mhm. Aber wie führe ich die jetzt zusammen? Ja, mit dem, indem du jetzt zum Beispiel mit einem Splitter das in denselben Container Aber der Splitter lässt nicht doppelt so viel durch, habe ich das Gefühl. Ja, wenn er aus zwei Quellen kommt. Also es ist Ich muss mir das gleich mal angucken. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen gerade, kann nicht so gut denken. Ich habe schon eine Ibu reingeschmissen. Aber wenn die gleich wirkt, dann kann ich wieder denken. Dann helfe ich dir. Unser Energieministerium veröffentlicht das Statement: Wir haben gerade Kopfschmerzen. Wir können gar nicht rein. Nein, aber okay. Ich schau mal, ob ich es hinkriege. Aber das ist, ich meine, das ist ja relativ, das ist selbsterklärend, das kriegst du hin. Wenn das einer kann, dann du. So, was wollte ich noch machen? Container bauen? Nee, was mache ich denn? Ich drücke falsche Sachen. So, wir bauen hier noch einen. Ah ja, das ist schon. Ach, da ja, Merger und Splitter, genau. Ah ja, okay. Das haben wir jetzt ja. Ja, das ist doch perfekt. Fehlt mir jetzt hier aber wieder. Ich habe das Gefühl, dass der Merger nicht hinterherkommt, dass der nicht schnell genug mergt. Nee, das wird ja aufgeteilt. Also wenn der Merger kann genauso viel wie ein normales Fließband. Das heißt, Ja, aber was bringt denn dann ein Merger? Naja, wenn du, naja, das, also wenn du zum Beispiel das final lagern willst, dann kannst du das alles auf ein Fließband legen und dann wird das in den Container gebracht. Stehst du? Oder wenn du für eine später wird, verzweigt sich das noch. Wenn du zum Beispiel zwei Ressourcen brauchst, dann kannst du aus den jeweils, also kannst du A und B zusammenführen und das in eine weiterverarbeitende Industrie fließen lassen. Dafür brauchst du auch den Merger. Willst du mir folgen? Ja, aber ich verstehe, also wie kriege ich jetzt mehr Kupferplatten in eine Kupferkabelmaschine als eine? Geht das gar nicht? Aber warum haben die denn unterschiedliche Produktionsgeschwindigkeiten? Ja, das ist ja wahrscheinlich wie so oft, ne? Wie bei einem Echtzeitstrategiespiel auch so. Da muss man immer 2-1 und so weiter. Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt nötig, weil wir werden so viel produzieren, dass das gar nicht so schlimm ist, weil die laufen ja durchgehend weiter, weißt du? Und wir machen die ganze Zeit irgendwelche anderen Sachen. Wir werden deswegen wahrscheinlich nie zu wenig haben. Ja, aber Nils, hast du nicht den Anspruch, dass das perfekt effizient läuft? Unbedingt habe ich den Anspruch. Unbedingt. Weil zu 100, ich habe meine Kupferkabelproduktion läuft auf halber Kapazität. Das ist da, das damit geht, kann, man, ja, kann ich dann nicht zufrieden sein. Ja, später gibt es erst die besseren Fließbänder. Ja. Also haben wir halt langsame Fließbänder. Ah, okay, verstehe. Das ergibt Sinn. Also das V-Factorio, da gibt es ja auch schnelle und langsame Fließbänder. So, was brauche ich denn jetzt noch? Das kann ich jetzt bauen und dann. So, und du wolltest einen super Container haben, oder wie? Mhm, also ich würde dann das alles am Ende in einen Container fließen. Man kann die stapeln. Das heißt, da baust du einen großen Merger davor? Und da fließt dann alles rein, oder wie? Mhm, ja. Aber das kommt ja gar nichts an. Was ist denn mit der Eisenplattenproduktion? So, okay. Da ist jetzt gerade jemand geleert. So, jetzt wird hier. Zack. Und hier das. So, und dann brauche ich natürlich noch Beton. Ach, vielleicht habe ich dieses Interface falsch verstanden. Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken. So. Ist da jetzt mittlerweile ein bisschen Beton angekommen irgendwo? Yes, läuft. Wo fließt der hin? Da hinten noch oder was? Ja, das, ich muss noch neue Fließbänder bauen. Dafür muss ich kurz mit mir bedienen. Warte, und ich mute mich mal kurz für euch. Ich muss mit meinem Chat reden. Ja, mach mal. Hallo, lieber Chat. Schöne Grüße. Hier steht doch. Oh, was ist das? Hier steht doch, ich produziere 30 Kabel pro Minute. Ach so, aber zwei. Also alle 30 Minuten zwei Kabel oder wie?
Ein Copper zu zwei Wire. Also 15 pro Minute gehen rein, 30 pro Minute gehen raus. Das ist aber schon arg unintuitiv beschrieben, oder? Weil dann... Also das heißt, es gibt nie unterschiedliche Verhältnisse, in denen die Ressourcen zum Output stehen, oder wie? Oder ist es jetzt nur hier einfach immer 1:1 alles? Links ist Input, rechts Output. Das habe ich verstanden, das ist nett. Mir geht es um dieses 1, 15, 2, 30. Das hat mich verwirrt. Also alle 4 Sekunden macht er aus einem Kupferingot 2 Wires. Okay. Ich habe das 2 einfach nicht verstanden. Okay, ja gut. Alles klar, dankeschön. Ich habe es nur falsch verstanden. Und ein bisschen Kabelsalat hier. Okay. Hallo. Mal gucken, ob das reicht. Hallo, ey, wir haben dich vermisst. Schön, dass du da bist. Also ich habe das falsch verstanden. Das gibt's doch nicht. Warum? Weil ich das, einfach das Interface falsch verstanden habe, was da. Was kann man denn noch aus Kupfer machen, außer? Da kommt später irgendwas dazu auch noch. Vielleicht also. Mache ich Kabel. Was kannte Ford 26? Ach, hör doch auf. Das, wir sind uns so einig, dass das albern ist. So, was haben wir denn hier? Naja. Dann mache ich hier jetzt nochmal. Ist manchmal sehr schwer, aus Menüs wieder rauszukommen irgendwie. Mhm. Und Strom? Strom. Jetzt kurz mal den Strom unterbrechen, um das ein bisschen effizienter zu gestalten hier. Ja, das kenne ich, das muss man manchmal machen. Gleich wieder da. Klappt das jetzt oder nicht? Jetzt läuft's wieder. Sehr gut, so, jetzt kommt hier auch der nächste Rohstoff raus. Herrlich. Herrlich. Was denn nicht? Verstehe es nicht. Können wir dir helfen, Florentin? Ja, ich glaube. Ich glaube, es gibt eine Limitierung, wie viele Kabel an einem A454, okay. Genau. Muss einfach noch neue Programme. Und dann, so. Da wird ja, man kann, nee, warte. Recipes, und dann gibt's ja hier noch die Screws. Das ist Kupfer. So, die kann man auch noch machen. Was braucht, der braucht die Platten. Und der aber macht diese Dinge. Behalten wir jetzt an Nils Wahnsinnsplan bei, diese riesige Sammelstation, oder wurde das verworfen? Tja, das würde ich auch gerne wissen, ehrlich gesagt. Chat sagt, das ist dumm. Chat sagt, das ist dumm. Dann machen wir es auf jeden Fall. Da müssen wir eigene Erfahrungen machen. Gut. Chat sagt, das ist dumm. Ja, aber... Nicht überzeugt. Man kann sich auch Gebäude auf die Schnellauswahl legen. Nee, ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass das, was ich, dass ich angeblich dumme Sachen mache. Davon bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. So, jetzt fließt hier wenigstens mal ein bisschen was rein. Das ist auch gut. Komm. Habt ihr eine Screw-Produktion eigentlich? Oh, da bin ich jetzt dran. Das ist das Nächste, was ich in Angriff nehme. Das gibt's doch nicht. Was ist denn mit dem Strom los? Ah ja, hier fehlt noch was. Ich fülle kurz neu auf.
Unser Stromverbrauch ist gigantisch. Ja, das ist die Kacke, ne? Das ist das, was am Ende... 57 Megawatt haben wir schon an Verbrauch. Na klar. Ja, aber jede erfolgreiche Fabrik. Der Planet muss vernichtet werden. Nein, der Planet ist eine riesige Rohstoffkugel. Das ist doch klar. Du gehst da viel zu emotional ran. Ja, ich merke schon. Das müssen wir dir wirklich austreiben, Nikola. Also diese Emotionalität, das braucht es einfach nicht. Ja. So, wir machen mal Folgendes. Pass auf. Ich könnte natürlich die nächste Mine bauen. Ach, mach ich einfach. Mir doch egal. Ich bin einfach knallhart. Karl, knallhart. Verfolge einen Plan. Ihr könnt nichts dagegen tun. Ah, nee, das ist falsch. Oh, diese dumme Verkabelung. Ne? Wie viel Beton habe ich noch? 36, 4 Kupfer. Wie sieht denn das hier eigentlich aus mit unseren Freunden aus Kupferhausen? Gut. Was kann ich für dich tun? Was brauchst du denn? Nee, mal gucken, wir müssen hier so ein paar Kupferrollen oder so ein paar Spulen mir mal mopsen. Hast du auch schon eine fertige Spulenfabrik? Nee, ne? Kabel? Ja? Kabel bin ich gerade am Bauen, ja. Nee, also die Kabel werden ja weiterverarbeitet zu höherwertigen Kabeln, genau. Sozusagen. Ja, genau. Da bist du gerade dran. Grade, ja. Das ist doch gut. Dann mache ich jetzt das noch. Das wird ein großes Projekt, was ich jetzt baue. Da freue ich mich schon sehr drauf. Okay, mal gucken, wie weit ich jetzt damit komme. Wahrscheinlich. Ja, oder sind nicht zwei Container klüger als zwei Ressourcen in einem? Nö, eigentlich nicht, oder? Nö, kann man ja mal ausprobieren. Ja, eben, probier mal aus. Das ist geil. Es gibt ja, also ich bin jetzt auch nicht so weit in dem Spiel, dass ich dir sagen kann, was in allem das Beste ist, wie du gerade mitbekommen hast, weil ja offensichtlich haben mir einige Leute, sind ja der Meinung, meine Idee bezüglich das alles in einem Container zusammenzuführen, wäre dumm. Also, nee, das ist super. Du siehst, auch ich weiß nicht alles, deswegen bau mal, probier halt einfach auch aus und dann wirst du selber auf Ideen kommen, wie Dinge effizienter gemacht werden können und so. Und jetzt, ich glaube, das Grundprinzip hast du ja schon komplett gecheckt. Also irgendwie geht hier nichts rein nicht mehr. In den Container. So, was wollte ich jetzt genau? Brauchen Container auch Strom? Nee. Eigentlich nicht, aber wahrscheinlich die Produktion sehr, sehr langsam. Wenn du die Kupfer. Wo bist du gerade? Bei Kupfer, aber irgendwie geht hier nichts mehr in den Container. Also, 31 Minuten. Ist der Container voll? Mal was Eigenes. Okay. Ist der richtig rum aufgebaut? Oh, so. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist der Eingang falsch. Egal. Wie weit kann man fallen? Okay, das war zu weit. Das ist nicht schlimm. Ja, genau. Nicht schlimm, ist nicht schlimm. Das ist eher schlimm. Lass mich mal in Ruhe, ey. Wir beide haben ehrlich gesagt überhaupt nichts miteinander zu tun. Irgendwie geht das nicht. Warum klappt das denn nicht? Ah, doch, okay. Alles klar. Ja, jetzt geht's rein. Ja, manchmal ist die Animation auch nicht richtig. Sobald hier Sachen drin landen, dann passt. Aber der wird der jetzt hier blockiert? Ja, es. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen langsamer ist. Würde ich das denn sehen in den Fabriken, wenn die nicht auf voller Kapazität arbeiten? Ah, idle. Okay, ja, okay, der ist idle. Okay, ja. Nee, das ist nicht gut. 4. Dann baust du vielleicht auch noch zwei. Ja, ich brauche zwei Container. Oder so, ja. Oder das, wie Nils vorhin gemacht hat. Vielleicht nach der Fabrik noch einen Container. Nerv, oder, lass mich. Bleib mir davon. Ach so. Ja, nee, aber ist auch dumm. Da hast du ja drei Container. Ich finde die grundsätzliche. Okay.
Idee, dass man nur einen Anlaufpunkt für Ressourcen hat, finde ich schon nicht dumm. Also Nils hat bisher nicht alle richtigen Entscheidungen getroffen, hundertprozentig nicht. Frage, aber ich glaube, unsere Fließbänder sind halt noch zu langsam, oder? Kann das sein? Ja, das auf jeden Fall. Weil das sind jetzt Überlegungen, die wir anstellen können, wenn die schneller sind. Vielleicht können wir erstmal hier oben, wo die Produktion ist, dann auch die ganzen Container hinstellen. Dann können wir diese zumindest schon mal einfacher ablaufen. Warte mal. Ich baue das jetzt hier einfach mega geil. Achso, ja, Schrauben braucht man ja auch noch für den nächsten Step. Wie geht's mit der Schraubenproduktion voran? Nils? Was? Ja, ich bin unterwegs. Lass mich in Ruhe, bitte. Bist noch dabei? Okay. Ich möchte bitte nicht geärgert werden, gestört werden, beides nicht. Weder das eine noch das andere. Gib mir mal eine Sekunde, ich tüftel hier gerade was aus. Ich bin schon wieder falsch umgebaut. Wir müssen immer dran denken, nebenbei, wo geht es denn hier auf? Oh, jetzt gerade falsche Seite. Dass wir nebenbei immer schön sammeln. Holz und Blätter. Ja, ich habe noch ein bisschen was auf Vorrat. Ist gut, weil ich sammle auch immer im Vorbeigehen. Was war das, was da so komisch geleuchtet? Florentin, was hast du denn ausgewählt für den Milestone? Ach, steht sogar da oben. Field Research, okay. Ja, eigentlich war das jetzt anders gedacht von mir. Ich wollte eigentlich da hoch, aber mal gucken, ob das klappt. Okay. Mal schauen. So, wo ist jetzt der Freund da? Wenn ich jetzt hier den Smelter baue. Yes, gehen rein. Probieren wir das mal aus. Was fehlt mir jetzt? Ach, jetzt fehlen mir Kupferspulen, hör doch auf. Habe ich hier unten. Warte, ich lege sie in unsere Box. Ja. Das ist lieb. Oder wir treffen uns auf halbem Wege. Also Spulen nur, nicht die Weiterverarbeitung. Hier, guck mal, wir sind auf halbem Wege. Ich bin schon da. Wie gebe ich dir das jetzt? Der Nils ist da drüben. Ich bin unten bei dir gerade. Ich habe euch verwechselt. Gott, wie unhöflich. Das tut mir richtig leid. Ey, das ist einfach so massiv unhöflich. Das tut unhöflich. Mir richtig leid. Das war überhaupt so. Also wenige sind da drin. Ich habe die gerade geleert. Ich habe die gerade in unsere Box getan, Nils. Ach so. Nicht schlimm. Verzeih dir. Wieso war denn da so ein komisches Ding auf dem Belt drauf? Was ist denn mit den Schrauben? Soll das Leute, denn ich bin ungeduldig. Die Schrauben, ich bin Arbeiter an der Schraubenproduktion. Bitte, ich will es ja auch richtig machen. Bitte ärgern Sie mich nicht. Ärgern ist für alle Beteiligten unangenehm. Das wird schön werden. Ich baue dir jetzt selber. Was brauchen wir denn noch? 100, oh Gott, ja, einiges. 200. Ja, ihr könnt ja erstmal anfangen, manuell zu machen und ich bin gleich hier. Ja, okay. Ach, ich kann ihr wollt es ja auch vernünftig machen. Ja, so Beschriftungen wären irgendwie gut auf den Container, ne? Dass man. So, mal was gucken. Smelter. So, wir machen das jetzt mal so. Komme ich da so rein? Haben wir uns eigentlich für dieses Orange entschieden? Oder also gibt es da eine. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das weiß ich nicht genau. Eine Möglichkeit? Ja, das geht ja super schnell mit den Schrauben. Das haben wir ja direkt. Gucken, ob das jetzt geht. Klasse schon, sonst bräuchte viele. 140. Ich habe 166, ja, dann reicht schon. Ja. Yes. Yes. Ich will drücken. Hm? Ich drücke auf den Knopf. Let's go. Okay, das funktioniert aus irgendeinem Grund. Man das ist mir jetzt oder? Relativ ist egal. Ah, nicht loslegen. Nein, wird zu langsam. Warum fliegen wir da nicht mit und entfliehen diesem tragischen Planeten? Ja, wir wollen ihn ja ausbeuten. Achso, wir wollen ihn ausbeuten, okay. Gibt es noch irgendwelche Früchtchen hier? Ich weiß, wir sind im industriellen Zeitalter, wo körperliche Belange eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten. Aber ich habe dann doch ein bisschen Hunger. Ja. So. Ach, und jetzt können wir so ein Labor bauen und die Alien-Sachen untersuchen. Genau. Cool. Da können wir dann Früchte, glaube ich, rauskriegen. Was yes!
Glaube ich. Alienfrucht. Stark. Aha. Wir brauchen verstärkte Platten. Ah, ja, ja. Aha. Nils, kannst du noch mal erklären, wie man mit Prime subbt? Wird gerade im Chat gefragt. Wie man mit Prime subbt? Ja, man muss ein. Ich hab's noch nie gemacht. Vielleicht kann der Chat helfen. Man hat ja einen freien Sub, den bekommt man mit seinem Amazon Prime Abo, darf man einen freien Sub vergeben und das könnt ihr im Twitch-Kanal machen. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich vielleicht mit einem Chat-Befehl auch? Nee, das geht direkt über den Prime Sub-Button. Und rechts unter dem Stream gibt's da so einen Button mit Prime Subscriben und da kann man dann kostenlos Den Prime Sub aktivieren. Ja, das klingt doch gut. Dann nehme ich das. Das würde ich natürlich auch gerne machen. Überall. Nee, lieber bei Nils. Was fehlt mir jetzt schon? Was fehlt mir jetzt? Reinforced Iron Plate. Ah. Nee, lieber bei Fluchtteam. So, ich hab jetzt hier all. So ein Beacon. Ach, wieso wirkt denn diese Tablette nicht? Wie alt ist die denn? Vielleicht haben die gar nicht mehr. Wie lange dauert das? Wie baue ich das denn jetzt mit dem Beacon? Ich glaube, da muss ich noch mal an die Bench. Ich habe gleich einen Beacon. Ui. Damit kann man was markieren, hieß es. Kein Bacon. Was auch fehlt mir? Das, oh. Sag mal, immer wenn ich Nikola sehe, steht er da an dieser Arbeitsbank. Also der ist wirklich so fleißig, muss ich auch mal sagen. Ich laufe immer nur ohne Verstand durch die Gegend. Wieso mache ich das jetzt hier manuell? Das ist auch mega dumm. Nils, willst du auch ein Beacon haben? Beacon? Klingt jetzt erstmal ganz gut. Damit kann man noch mehr Sachen auf der Map markieren. Wo man zum Beispiel einen Bären vorkommen hat. Oh ja, aha, okay. Oh, jetzt Bären. Kommt der Feind aber rein. Meine Güte. Bären finde ich gut. Ach, da brauche ich die Dinger. Ach, hör auf. Ach so, man hat den dann nur einmal. Jetzt verstehe ich's. Ich weiß nicht, ob ich's verstanden habe. Nils, ich nehme das Angebot zurück. Okay. Wollen wir mal so einen MAM bauen? Ja. Ein Molekularanalyse-Maschinen. So, komm, jetzt muss das doch. Dann kümmere ich mir mehr darum. Okay, währenddessen baue ich so einen portablen Analyse-Ding-Generator. Ja. So, hier kommt jetzt auf jeden Fall noch so ein Container hin. Okay, das ja, alles schön. Das ist natürlich jetzt eigentlich hässlich. Aber wir können ja eigentlich auch händisch Sachen in diesen Container packen, oder? Also wir können den ja schon so als gemeines Lager nutzen, aber halt einfach, dass wir jeder da selber sein Zeug reinpackt. Oder? Ich finde die Idee grundsätzlich toll. Constructor, so. Okay. Guckt da gerne mal rein, ob da was drin ist, was euch gefällt. Was? Object Scan. Stimmt, jetzt kann ich jetzt auch ein eigenes Lager bauen für den Strom. Jetzt habe ich alles abgegeben, jetzt war ich zu. Was? Jetzt war ich zu spendabel. Dann baue ich mal das Ding ist falsch rum. Das Ding war falsch rum. Wie habe ich das denn gemacht? So rum. So, wir können Alienorgane erforschen oder Früchte können wir erforschen oder Power Slugs. Und die müssen wir da reinstecken, oder wie? Genau. Was? Ja, fangen wir mal oben an, würde ich sagen. Hatte ich nicht eine Power Slug? Warte, wo ist das denn? Ja, in der Kiste, glaube ich, ist noch eins. Und wo ist dieses Labor? Hier. Ah, hier. Gleich um die Ecke. Was ist das Problem? Ich hau die Power Slug rein, okay? Ja, hau rein. The Mam. Entschuldigen Sie bitte. Was ist hier Ihr Problem? Habe ich das Ding auch falsch rumgemacht? Research Time, 3 Sekunden. Start Research, okay. Das ist vielleicht auch falsch rum gemacht? Hallo? So rum. So. Das muss doch jetzt gehen. Okay, Leute, wir brauchen eine Entscheidung. Slug Scanning, blau, gelb oder Overclock?
Blau, gelb oder Overclock? Nee, lass uns blau nehmen. Blau können wir uns leisten, glaube ich. Ihr dürft entscheiden. Slug-Scanning, das heißt, ist doch eine feine Sache. Der muss weiter weg. Slug-Scanning. Er ist nur dumm, dass ich immer zu meinem Ding da runterlaufen muss. Vielleicht sollte ich schon auch so eine Nikola-Bahn machen. Gut, dass alles meinen Namen bekommt, finde ich sehr gut. Ja, diese Brückenkonstruktion finde ich sehr elegant. Nice. Ist also vor allem, allein dadurch finde ich das Lager wieder. An dieser Brücke. Ja, stimmt. Dann noch Strom. So, Strom ist gut. Wir alle lieben Strom. Okay, Achtung, jetzt wird die blaue Schnecke erforscht. Strom. Yummy. Was bekommen wir da eigentlich dadurch? Weiß ich auch nicht mehr. Ich brauche noch 50 Eisennudeln. 50 Eisennudeln direkt. Ich habe noch zwei. Vier dran, wo kommen wir da hin? Da hat doch Nils für eine fantastische Industrie gesorgt, oder nicht? Ah ja, stimmt. Herrlich. Herrlich. Brauchst noch 20. Oh. Ich hab's, glaube ich. So. Okay, Start Research. 2 Minuten. Okay, wir müssen jetzt 2 Minuten auf die Schnecke warten. Da muss ich jetzt zugucken die ganze Zeit. Der hat Strom. Ich glaub nicht. Das wäre ja bescheuert. Wem fehlt jetzt noch was? Der hat Strom? Hat der noch keinen Strom? Bin sehr gespannt, was aus dieser blauen Schnecke entsteht. Ich mache mal das letzte Milestone, Base Building. Dann können wir. Ach, da brauche ich Iron Rod. Ich Trollo. Ich brauche noch einen zweiten, ja klar. Das macht voll Sinn. Achso, ich glaube, ich muss hier gar nicht zugucken. Kannst du was in den Milestone legen? Generator. Ja, das machen wir anders. Aber ich finde es eine tolle Idee, Nikola. Wollen wir hier einfach da, wo deine Betonsachen sind, da lauter Container hinbauen, wo die alle ankommen? Ja, gerne. Dann. Ich glaube, aber vielleicht sollen wir immer so ein bisschen Platz dazwischen lassen, oder? Ja, wir wissen auf jeden Fall, wo was ist. So. Wäre schon. Ich baue das mal lieber in diese Richtung. Okay, dann müssten wir die unten drunter laufen lassen, oder? Achso, geht ja. So. Okay. Hier machen wir Iron Rods. Oder kann man das auch nach oben bauen? Finde ich nämlich auch spannend. Wir haben Lifte erforscht. Theoretisch geht das auch. Also es gibt dediziert Lifte bei Location. Jetzt brauchen wir Strom. Conveyor Lift. So. Hat das Ding. Was ist hier das Problem? Das funktioniert ja offensichtlich auch noch nicht. Das Haus ist stylisch. Wieso kommt denn hier nichts raus? Der braucht noch Strom. Was ist los? Okay, cool. Ah, okay, das war das Problem. Jetzt geht das hier weiter, oder? Ach, die MEM ist fertig. Das muss an was anbauen. Oder hast du keinen Strom? Kein Strom. New object added to the object scanner. So. Ja, jetzt können wir Slugs hunten. Ach, damit gut, können wir dann auch. Jetzt kommt das da raus. Sehr gut. Finden. Du gehst da rein und dann Strom. Ja. Massive Stromprobleme. Mann, immer diese Eisenplatten, ey. Warum? Ich verstehe nicht, warum. Jetzt sind wir beim Limit. Wir brauchen einen neuen Generator. Ständig Stromprobleme haben. Es ist für mich nicht nachzuvollziehen, dass wir einen Strombeauftragten mit allen Kompetenzen, Vollmachten ausgestattet haben, nur um dann auf diese Art und Weise. Ja, ich baue mal einen neuen Generator. Regelrecht fallen gelassen zu werden. Immer wieder gerne. Ach, sag mal, wäre es nicht klüger, die aufeinander zu bauen? Ja, das geht auch. Aber dann kannst du nicht so leicht drankommen. Das ist vielleicht eher das Problem. Du musst immer hochklettern, wenn du was brauchst. Ach, da muss man klettern. Man kann nicht. Container? Ach so, ja, das Container ist oder was? Nee, das ist blöd, ja. Nee, das klettern. Das verarbeitet ganz gut. So. Ich wünschte, wir hätten Strom alle. Wir werden so viel glücklicher. Lulor, sobald du abonniert hast, kannst du nicht nochmal abonnieren. Du kannst.
deinen normalen Sub gegen den Prime-Sub austauschen, dann zahlst du nichts mehr dafür für den Monat. Aber so kannst du nicht den Sub überschreiben. Das geht nicht. Upp. Tja, bauen wir mal einen neuen Generator. So, warte mal. Was ist das Ziel des Spiels? Das ist eine gute Frage. Die perfekte Maschine zu bauen. Den kompletten Planeten vollstellen mit Sachen. Wie sieht das hier aus mit Strom? Ja, ich baue gerade einen neuen Generator. Ein weißer Mann sagte mal, bitte stressen Sie mich nicht. Ja. Ja. Oh Mann, diese Eisenkupferdinger sind ja. Diese Eisenknödel. Wir sind wieder live. So. So, ich mach das jetzt einfach gegen jeden Protest. Was jetzt los? Die Demos. Oh Mann, da ist ja gar nichts drin, Nils. Ja, das, weil wir keinen Strom hatten. Bitte sofort beim Strombeauftragten Proteste bitte bei ihm. Oh nee, die Demonstranten kommen wieder. Oh nee, die haben so richtig komische Schilder. Oh. Genau, wir beuten den Planeten aus und dann hauen wir ab. Das genau. Wir sind doch für so eine Art, wir sind ja für irgendeine Corporation oder sowas unterwegs. Mhm. Steht bestimmt irgendwo fett irgendwo drauf. Aber schon irgendwelche Logos hier. Man kann doch irgendwie auf diesen Transporter springen. Das ging doch früher. Warum geht es nicht mehr? Geil. Das ist Feature. Nein, es geht nicht. Also wirklich, dass nee, du weißt es doch. Ja. Was? Ich mach's schon wieder. Alle Leute werden mich ausmeckern, aber ich tue es einfach direkt nochmal. Du ballerst alles in einen Container, oder was? Ja. Ich finde, wir sollten auch eine Base sein, bei der verschiedene Ideen nebeneinander existieren können. Wo wir gar nicht in richtig und falsch denken, sondern auch verschiedene Ideen nebeneinander akzeptieren. Du, und deswegen passen wir so gut zusammen, weil wir haben die gleiche Philosophie. Genau, wir haben einfach die guten, effizienten Ideen und dann die von Nils. Und beide können gleichzeitig nebeneinander existieren. Das ist doch schön. Was? Ach, der ist falsch rum. Den muss ich rotieren. Ihr werdet gleich sehen, was ich gebaut habe, und dann könnt ihr es beurteilen. Ich bin nur so schweigsam die ganze Zeit, weil ich noch nicht fertig bin. Aber gleich. Und dann dürft ihr sagen, ja, finde ich mega dumm. Oder ihr dürft sagen, wir sind hochgespannt. Oder ihr dürft sagen, wir sind hochgespannt, genau. Was ist denn hier? Also. Mein Gott, ey, so. Der kann auch nur meckern hier, oder? Den ganzen Tag. Wer meckert? Ja, dieses Tooltip hier. Zu lang, zu wenig Zeug, mein Gott. Ah ja. Kenn ich. Hallo? So. Okay. Gleich geht es los. Bitte. Oh, das. Leute. Leute. Jetzt geht's los. Oha. Okay, warte, irgendwas fehlt hier noch? Ach ja, Nils, wir brauchen noch normale Eisenplatten. Alles sind doch schon noch da, sehr gut. Ja, glaubt ihr etwa, ich hab nicht an alles gedacht, oder was? Ich merk schon, das ist alles durchgedacht. Iron Rods? Ja. Wahnsinn. Ich hab hier, dir fehlt an irgendwas, warte mal. Ach so, das musste ich noch. Select Recipe Iron Rods. Was fehlt? Mit der Iron Rods klaue ich dir gerade vom Fließband.
Wieso? Für den Fortschritt. Oh, was ist, wenn man so eine Kreuzung hat von Fließbändern? Ach. Wie meinst du? Warte mal. Ist das ein Problem? Wir sehen es gleich. Was brauchen die Iron Rods? Ja, probier's aus. Hä? Hast du keinen Strom oder was ist dein Problem? Achso, wenn die durcheinander durchgehen? Nee, das sollte gehen eigentlich. Das Laufband zwischen Smelter und Container ist nicht verbunden. Ja, das sieht doch gut aus. Hä? Stark. Physik. Aber das ist doch voll gut verbunden. Geht nicht in den Container. Hä, das ist doch perfekt verbunden. Tja. Nein, das ist nicht perfekt verbunden. Was soll das denn? Okay, das ist mega strange. Jetzt, das ist sehr komisch gewesen. Jetzt geht's los, okay. Meine Damen und Herren, ich präsentiere die Eisenverarbeitung. Hat alle drei Grundressourcen, die da bestehen, aus den Nägeln, den Rohren und den Platten. Und sie werden gebündelt. Allesamt. Natürlich dauert das ein bisschen länger. Aber dafür muss man nicht mehr laufen. Ihr findet zukünftig alles, was ihr braucht, in diesem Container vor unserer Base. Nils, magst du den roten Button drücken zur Feier des Tages? Ja, sehr gerne. Danke für die Ehre. Wo ist der hier? Ich drücke zur Feier des Tages den roten Button. Alles explodiert. Yay! Oh, gut gemacht, Nils. Vielen Dank. Jetzt können wir auch gleich den Weltraumlift bauen. Ey, das sieht doch gut aus! So, wir haben jetzt übrigens auch Kupferkabel und Stromkabel direkt bei unserer Base zur Verfügung. Geil, du kannst auch übrigens, wenn du möchtest, ist kein Muss. Ach, du kommst da hinten raus. Ich hatte extra hier noch so ein Knotenverbindungsstück hingestellt. Dafür war der. Weil ich dachte, dass hier die Kupferproduktion theoretisch auch hier reinfließen könnte. Dann hätten wir einen und denselben Container. Aber das muss auch nicht. Also das ist eine reine Wohlfühlgeschichte. Ja, als nächstes steht der Weltraumlift an. Der ist leider ziemlich gigantisch. Den müssen wir ziemlich weit wegbauen, glaube ich. Okay, super. Was hat uns das jetzt gebracht mit dem Milestone? Wir können jetzt... Foundations. Genau, wir können jetzt richtige Plattenbauten machen. Dann haben wir nicht mehr Probleme mit dem Untergrund. Oh, das heißt, mit den Rampen können wir dann auch die Container übereinander begehen, oder? Ja, genau. Wir können die auch jetzt schon begehen, weil wir da auf der Seite die Leitern hochklettern, aber mit Rampen ist es alles ein bisschen einfacher. Probier mal ein bisschen rum. Okay, ich glaube, ich probiere das mal aus. Ich werde jetzt auch den Rest des Spiels nur noch diese Kupferkabel optimieren, ne? Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. wie mache ich das mit der 4? Warte mal. Ah, nee, wir können Tier 2 auch noch machen, okay. Ach du gute Güte. Wow, 4. Stark. Ach ja, wir haben einen neuen Inventarslot, glaube ich, jetzt. Und einen neuen Handslot. Jetzt können wir 2 Items in die Hand nehmen. Ah, das ist sehr, sehr gut. Und Florentin kann mal gleich einen neuen Milestone auswählen. Ob das funktioniert? Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ja, von da unten. Dir gefällt. So, was haben wir denn? Logistics. Ich bin ja immer Logistiker. Ich will ja... Oh, die nächsten Fließbänder, das ist ja richtig gut. Oh, stimmt, die neuen, die schnelleren. So kann ich denn... Das ist wichtig. Das ist immer das Erste, was ich mache. Hat das auch einen Ein- und einen Ausgang hier? Nee. Was? Hä? Hä? Hier baust du gerade nur die Poles. Soll das so? Ich? Ja. Achso, ja, die haben immer nur eine Richtung. Muss auch ja, aber woran erkenne ich die denn? Tja. Die sehen ja komplett gleich aus. Das stimmt. Woran erkenne ich die Richtung? Ah, nee, unten am Pfahl sind noch... Ah, nee, Blödsinn. Okay, das ist ja mega dumm. Ach so, muss ich nur anders hinstellen, dann geht's. Okay.
Wie anders in die Richtung stimmt. Schauen, in der du den Ausgang haben willst. Die Richtung schauen, wie du den Ausgang haben willst. Also so, genau, wenn du jetzt so rumguckst, dann müsstest du die. Oder? Chat? Wir haben keine Richtung, okay, doch nicht. Hä? Aber warum hat das nicht funktioniert? Jetzt geht's. Bin verwirrt. Ach, du musst. Nee. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht ganz. Das ist von der anderen Seite vielleicht auch. Too steep. Könnte man auf der anderen Seite nochmal zwei Container bauen? Das ist eigentlich ein gutes System mit dieser Rampe. Achso, du fängst da an, wo du den Eingang haben willst. Okay. Ja gut, Nils, du kannst auch einfach einen Lift bauen. Das wäre, glaube ich, einfacher. Oh ja, stimmt. Haben wir schon einen Lift? Ja. Wir haben schon einen Lift? Mhm. Ja, dann baue ich sofort alles ab. Diese Nachricht ist ja großartig. Wir haben schon einen Lift. Ja, das ist doch toll. Wir können da die auch noch nutzen, eigentlich. Wie bauen wir denn den Lift? Der ist bei Logistics. Ah ja, Conveyor Lift, oder was? Ja, genau. Ach du meine Güte. Müsste ja schon passen, eigentlich. Da rein, da raus. Nee, was? Was? Da rein? Kannst du ja auch nicht die andere Seite bauen? Nee, cool. Es ist aber falsch rum. Ich glaube, ich suche mal Bären, weil ich habe immer noch keine Bären. Das ist eine gute Idee. Ich habe auch überhaupt gar keine mehr. Also dann können wir die in die Forschung stecken, dann können wir die mit dem Object Scanner. Ja, aber so ist doch gut. Zack. Hast du schon einen Object Scanner, Florentin? Hast du nicht eingebaut? So. Nee, aber gut, da kann ich jetzt dran arbeiten. So. Dann ist der von da nach da? Aber wir brauchen irgendwann auch ein zweites Eisenfeld und so, ein zweites Kupferfeld, oder? Um das Meer zu erschließen. Ja. Und jetzt, pass auf, Leute. Ich mach das jetzt. Objects. Ihr werdet es überhaupt nicht mögen, aber das ist mir egal. So, dann kommt das von da oben, da kommt das dann raus, fließt in den oberen. Fließt da rein und von da rein. Das heißt, hier muss der grüne sein, glaube ich. Und da muss dann. Was? Warum geht das nicht? Das. Warte, das kommt da oben, von da oben kommt es da rein. Oh, wir werden für den Milestone eine Menge Reinforced Iron Plates brauchen. Die sind nicht ganz trivial, habe ich das Gefühl. Und. Warte, das kommt da oben, da kommt es raus, der muss andersrum. So. 4. Ne, 3. So, von da oben nach da unten und dann wieder von hier. Brauche ich noch so einen Lift. Logistics. So, brauchen wir noch einen hier. Von da oben runter und. Warte. Ne, so. Und so. Jetzt haben wir 4 Container. Da ist jetzt reichlich Platz. Ich kann jetzt Power Slugs suchen? Mit meinem Scanner? Dafür war der Research da, super. Um die freizuschalten. Ach cool. Und was macht man mit den Power Slugs? Kann man die zu Strom verarbeiten? Wahrscheinlich. Ich glaube, die braucht man auch für Upgrades wieder oder sowas. Ach ja, das kann sein. Ich weiß gerade nicht mehr. Kann bestimmt Nieses sagen. Das finden wir schon selber raus. So, ich habe jetzt hier einfach ein Mammutlager gebaut und der Chat empört sich ein bisschen darüber. Und ich denke mir so, ey, mir doch egal. Finden die schon selber raus. Die finden das schon selber raus. Ja, man muss seine eigenen Fehler machen. Für den Moment finde ich das ganz schön. Oh, ich hier ist jetzt alles drin. Das dauert natürlich jetzt ewig. Ah, dafür ist es okay. Aber das ist ja scheißegal, weil wir haben so viel zu tun. Und am Ende landet es alles hier. Es ist einfach herrlich. Man kann alles flussfrei abbauen. Ist das ja. Was ist das? Crazy. Na gut, dann können wir wirklich ein bisschen ausprobieren. Natürlich jetzt mega langsam. Ist mir schon klar, dass das natürlich hier von der Geschwindigkeit hier nicht effizient ist. Aber so haben wir alles in einem Container. Aber gehen die Ressourcenfelder irgendwann aus? Nö. Gar nie? Nee, die haben, das gibt auch keine Clubs oder Discos, wo die hingehen könnten. Also die gehen nie aus.
Das ist doch schön. So, also, während ich dieses Eisending gebaut habe, habt ihr andere geile Sachen gebaut, oder? Ich bin mit dem Scanner gerade auf der Suche nach einer Power Slug, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Scanner richtig verstehe. Hast du schon Bären gefunden? Nee, ich habe nur so Jelly gefunden. Mir geht's wieder. Können wir die auch essen? What the? Wie geht das denn hier? Was müssen wir denn noch machen? Ich kann ja mal gucken, was brauchen wir denn fürs nächste Upgrade hier? Wir brauchen Reinforced Iron Plates. Wenn du die automatisieren könntest, das wäre, glaube ich, stark. Ja, das kann ich tatsächlich irgendwie machen. Das wäre ja hier. Das kriegen wir sicherlich hin. Drauf. Aua. Ich bin gespannt. Muss ich das ja wieder switchen? Gib mir erstmal das. Okay, also pass auf. Hier kommt der Schniesel raus. Hier kommen die Plates raus. Und dann müsste ich ja noch einen machen, der mir bei Bedarf. Oh, ich könnte es. Ey, ich Leute. Das überhaupt nicht. Habt ihr Interesse daran, dass ich es massiv auf die Spitze treibe oder ist euch das. Ja, bitte. Ja. Dann werde ich es jetzt massiv auf die Spitze treiben. Wo kommt denn hier euer geiler Scheiß an? Da hinten. Ja, okay. Ein paar Spulen brauchen wir auf jeden Fall. Ach, ich nehme alle. Wie funktioniert. Kommen wir neu rein. Ich weiß nicht, wie dieser Scanner funktioniert. Wo kommen denn die. Da oben. Okay. Ich treibe das jetzt einfach hart auf die Spitze. Baue jetzt hier mal einer so ein. Bam. So. Geil. Ich schaue nur. Stumme Schreie begleiten mich, sagt Sirenenhut. Ja, aber wisst ihr was? Ihr habt vielleicht einen perfekten Plan euch erarbeitet in 250 Spielstunden Satisfactory. Unsere Gruppe hier erarbeitet sich das alles gerade neu und entdeckt das und macht das einfach so, wie man gerade Spaß und Befriedigung hat. Und eines Tages werden wir vielleicht auch der Meinung sein, oh ja, das war eine sehr dumme Idee, aber da sind wir noch nicht. Und Florentin, ich habe eine Erklärung gefunden für das Ding. Wenn du N drückst, kannst du die Suche eröffnen. N für die fürs Wiki quasi. Und da kannst du Object Scanner eingeben und dann bekommst du eine Erklärung. Ah. Beeps at a rate proportionality to proximity and direction. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber die Praxis stellt sich da doch schwieriger raus, als es die trockene Theorie dann oft vermuten lässt. Das ist ja Untergrund. Ach, die ist unter mir! Keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ach, das kann natürlich gut sein. Ja, ja, ja. Nur über dir. Oh, wow. Oh, Jesus. Ey, Leute, wollen wir auf ein Abenteuer gehen? Ich bin immer ein großer Fan von Abenteuern aller Art. Ich glaube, ich habe eine. Bin ich auf dem Belt langlaufen? Ah, nee, steht da. Ja. So. Ich gebe mal die Nuss erforschen. Können wir zumindest das ist wichtig. Erforsch uns mal die Nuss. Fest. Die Schnecke! Schnecke! Was ist passiert? Überlistet. Die Schnecke hat mich in ihre Falle gelockt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Du hast dich von einer Schnecke überlisten lassen? Nein. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist nicht der Florentin, den ich kenne. Oh, ich eile. Oh Gott, wo bist du denn? Ich kann mich echt nicht mehr bewegen. Hilfe! So. Hilfe! Alter? Ich brauche wirklich, ich brauche Assistenz. Oh Gott, was bist du denn? Hilfe, ich brauche Assistenz. Jetzt muss ich auch mal los, weil ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Du hast dich verlaufen? Bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, aber was soll, sorry, ich soll Florentin retten mit anderthalb Herzen oder was? Ja, auf geht's. Okay, wo ist er denn? Ich komm. Ich komm zu dir, Florentin! Ich habe zwar nur anderthalb Herzen, aber die schlagen nur für dich. Ich glaube, dieser Zapper hat ja so ein Knockback, ne? Ich glaube, wenn du mich einmal zappst. Ach, da bist du. Ich komm hier nicht mehr raus. Okay, warte, was? Du hängst hier fest, oder was? Ich komme nicht mehr raus. Nein! Lauf! Es hat nichts gebracht.
Aber wenn ich dich tot. Jetzt hänge ich ja auch fest! Nein! Nein. Was? Oh nee. Nee. Wie bist du da rausgekommen? Aber kann man hocken, sich hocken oder so? Hüpf. Ich bin wild gehüpft. Ja, mit C kannst du dich. Pass auf, wenn ich dich töte, dann können wir dich doch wieder. Ja, ah, also, C! Ah, oh, danke schön. Ich bitte dich. C! Ich wusste nichts von C. So eine Sorry. Panik. Sorry. Okay. Saved. Diese fucking Schnecke, ey. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Dafür wird die jetzt aber verspeist. Ich bitte drum. So, was haben wir hier? Das ist der. Der ist das. Dann als nächstes machen wir. Einen. Ach komm, da brauche ich jetzt keinen Container. Da machen wir direkt den Constructor hin. Was fehlt mir? Oh. Was mache ich denn jetzt mit dieser Schnecke? Jetzt fehlt mir original das. Zur Schnecke machen. Gut. Ja, die ist anscheinend nur für Overclocking da. Also ich kann meine Maschinen tun, damit die schneller arbeiten. Aber das lohnt sich aktuell noch nicht. Ich muss jetzt mal ganz schnell Reinforced Plates bauen. Ich kann verstehen, warum sich dein Chat beschwert, Nils, aber ich bin da wirklich warum? Bei dir. Nö, warum beschwert sich mein Chat? Nee, ist warum? Super. Warum? Was ja, weil ich, du, ich glaube, Produktionskapazitäten lässt du liegen, dadurch, dass das verstopft durch deinen Merger. Ja, das weiß ich ja. Aber das sind nicht die Produktionskapazitäten, sondern es sind die Ablieferungs... Ja, okay, am Ende staut es sich zurück, das stimmt. Aber du musst es so sehen, was spart einem mehr Zeit? Dieses ständige Hin- und Hergerenne und ständig zu gucken, an welcher Kiste war nochmal was? Ja. Oder dass man eine Kiste vor der Tür hat, wo alles drin ist? Was spart einem am Ende mehr Zeit? Und ja, du hast recht, es staut sich unglaublich, aber es wird ja durchgehend produziert. Es ist nur deutlich langsamer. Aber es ist ja alles da. Alles ist da. Florentin. Ja, ja. Florentin, hörst du mich? What the fuck, was passiert? Habt ihr das gerade gehört? Nein. Nee. Ich hatte gerade Kontakt mit den Aliens. Oh. Und irgendwie, finde ich, klang deren Ideen gar nicht so schlecht. Die haben gesagt, dass ihr den Planeten ausbeutet und ihr eigentlich wie Parasiten seid und zerquetscht werden solltet. Was meinst du mit ihr? Du bist doch Teil unserer Gruppe. Ja, das stimmt natürlich. Ich bin genauso wie ihr. So. Hier kommt der nächste hin. Production. Constructor. Constructor. Also ich befürchte, die Reinforced Plates können wir noch nicht selbst herstellen. Also können wir noch nicht automatisiert herstellen. Doch, wollte Nils aber machen. Echt? Können wir nicht. Warum? Wir haben ja einen Constructor dafür, glaube ich. Ach, einen verbesserten Constructor? Einer der nächsten Stufe, ja, das genau. Müssen wir erforschen. Seid ihr nicht die Forschungsbeauftragten? Ja, der läuft ja gerade immer fort und nach. Dafür brauchen wir die ja. Mein Gefühl ist, was tauschen. Übrigens, Florentin. Ja? Die laufen ja alle, dadurch, dass überall Container noch zwischengeschaltet sind, ist das ja so, dass es keinen Rückstau gibt, weil die Produkte, bevor die quasi einen Rückstau bis in die Produktionskette bilden, sind ja noch Container zwischengeschaltet. Da wird das ja erstmal eingelagert. Das heißt, wenn du einzelne Teile brauchst, kannst du in den Container gehen und sie die da holen. Ich habe mich einfach nur für eine andere Art der Logistik entschieden, aber beide sind Möglichkeiten. Beide sind Möglichkeiten. Und eine ist nicht besser als die andere. Sie ist nur anders. Stehst du? Wow, ich habe eine Mercer-Sphere gefunden. Was ist das? Das werde ich erforschen. Aber warte mal, was ist denn mit dieser verbesserten Fabrik? Ja. Stimmt, ich kann auf dieser normalen kann ich das ja gar nicht bauen. Da müssen wir kurz die Produktion, den Models dann umstellen. Das brauchen wir dringend. Der Assembler ist es, oder? Was? Die nächste Stufe. Ich will einfach, dass das. Ich möchte bitte, dass das sofort erledigt wird. Okay. Oh Gott, komme ich da runter? Oh Chat, Gott. Ist es der Assembler? Ich weiß es gerade nicht. Ah. Autsch. Es gibt ein Awesome Sink. Boah. Und ein Awesome Shop. Awesome Sink und Awesome Shop. Komme ich da rein?
Alienorgane. Nieses hier, was brauchen wir für die verbesserten Platten? Brauchen wir dafür einen Assembler? Okay, aber dann der kann doch jetzt dann daran. Assembler, okay. Schauen wir die Ressourcen. Geil. Das heißt, der hat Strom und du baust Plates. Was mache ich mit dieser Mörser-Sphere? Du musst erstmal. Was? Hast du schon erforscht? Nee, geht nicht. Analyzing this will not give you anything. Plates. Okay. Oh. Wie sieht das aus jetzt? Läuft das? Ja, läuft. Okay. Zack, und die kommen erstmal da rein und dann kommt gleich hier der Assembler. Assembler. Wir brauchen als nächstes den Assembler. Assembler. Der wird gerade erforscht, wir bauen noch von allem, was du produzierst, alles. Das dauert ein bisschen wahrscheinlich. Wieso ist da alles in der Kiste? Ja, die Kiste ist aber leer. Bei welcher Kiste guckst du denn? Bei beiden? Wo haben wir noch eine Kiste? Ich habe 4 Kisten. Ach, dahin ist. Oh Gott, okay, nee, das wusste ich nicht. Nikola, das System ist doch. Hier ist doch alles! Hier ist doch alles! Was brauchen wir denn? Ich guck mal. Das hilft mir doch nicht weiter. Das ist doch so. Pass auf, ich schmeiß einfach mal meinen Shit damit rein. Hier. Ich hab ja auch. Das. Pass auf. Okay. So, zack, guck mal hier. Zack. Das läuft jetzt im Kreis, oder wie? Was? Das ist ja verrückt. Das läuft jetzt im Kreis. Ja, ich habe das gebaut, damit das am Ende des Tages an der untersten Kiste ankommt. Ja, so haben wir mehr Lagerraum. Also wenn wir längere Zeit nichts machen, wird das trotzdem alles eingelagert. Wir haben die 4-fache Lagerkapazität. Die durchlaufen nur die einzelnen Container. Angefangen hier, dann auf der Rückseite da rein, dann von da rein und auf der anderen Rückseite hier rein, sodass alles am Ende hier landet. Wahnsinn. Und ich verstehe nicht, warum die Brillanz vom Chat einfach nicht gesehen wird. Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein völliger Rätsel. Apropos Brillanz. Ich finde, wir haben das ganz fantastisch heute gemacht. Ich muss nur jetzt leider los. Oh, du musst leider los. Du hast noch andere Pläne, ne? Ich habe noch andere Pläne heute. Ah, aber ich finde, das hat großen Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, aber wollen wir den Heiligen Pakt schwören, dass wir nicht ohne einander weiterspielen? Oder ja, natürlich schwören wir den Heiligen Pakt. Okay, das tut mir leid, dass ich dann für euch alle euch rausreißen muss. Aber ich finde, sagen, fürs allererste Mal war das doch schon nicht schlecht. Willst du noch, du musst sofort los, ne? Also das Upgrade jetzt kannst du nicht mehr, du hast einen Termin, du musst direkt in die nächste Show oder sowas, ne? Ja. Befürchte ich, ja, okay. Dann haben wir doch was, worauf wir uns freuen können fürs nächste. Dann haben wir was, worauf wir uns freuen können. Gut, ich liefere nur noch das hier ab und dann machen wir den roten Button drücken wir dann, wenn du wieder da bist. Kein Problem, Dankeschön. Ja, danke euch beiden, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ganz bestimmt. Und dann habt noch eine schöne Zeit und ich wünsche euch ein tolles Wochenende, euch beiden. Dir auch, Florentin. Mach's gut. Tschüss. Ciao. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Dankeschön für die ganzen Subs von Jazz Suite, Kya, Bamba, Osterelement, Samsuek, Twitch Noob. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Und wir sehen uns um 18 Uhr wieder für Creepjack. Ich glaube, es geht um 17 Uhr schon bei Jannis und oder Slash los. Haltet da die Augen auf jeden Fall offen. Ah ja, tatsächlich. Dann schicke ich euch. Ach nee, es ist gerade. Na gut. Das werdet ihr bestimmt hinkriegen. Ansonsten um 18 Uhr geht's hier weiter. Ich schicke euch mal gerade in der Zwischenzeit zur Mara. Ansonsten, wie gesagt, falls ihr möchtet, ab 18 Uhr Warcraft hier bei mir. Ansonsten zu Satisfactory sehen wir uns bestimmt irgendwann bald wieder. Haut rein, habt noch eine schöne Zeit und viel Spaß bei Mara. Lasst schöne Grüße da. Wir sehen uns in einer Stunde, falls ihr Lust habt. Macht's gut. Und tschüss.